Wir starten jetzt nämlich das Abschlusspanel mit dem Titel Gemeinsam Sorgearbeit vergesellschaften, wie wir Kämpfe verbinden. Und hierbei wollen wir Strategien finden, das, was wir eben heute den ganzen Tag schon diskutiert haben, auch umzusetzen. Genau, erstmal will ich mich vorstellen. Ich bin Sophia Häuser. Ich bin im feministischen Streik in Bremen organisiert und auch in der Partei Die Linke. Genau, und da liegt mir natürlich die gerechte Verteilung und Bedingungen von Sorgearbeit sehr am Herzen. Unter anderem auch, weil ich Betriebsrätin bin in einem Assistenzdienstleister hier in Bremen. Bevor wir aber das Panel so richtig starten, möchte ich erst noch eine andere Person begrüßen, und zwar Ariane Müller. Ariane ist Betriebsrätin beim Klinikum Bremen-Mitte und seit Jahren in der Krankenhausbewegung aktiv und setzt sich für bessere Bedingungen von allen Beschäftigten im Krankenhausbereich ein. Und nächste Woche starten die Tarifkämpfe im öffentlichen Dienst. Und genau, dazu möchte ich Ariane begrüßen, die jetzt ein kurzes Grußwort dazu halten wird. Ich bin Ariane Müller, bin Krankenschwester für Intensiv. Seit 1974 arbeite ich im Krankenhaus. Ich bin seit über 40 Jahren hier im Klinikum Bremen-Mitte. Also das ist einer von den vier Krankenhäusern der Geno. Das ist ein kommunales Krankenhaus. Ich bin seit April letzten Jahres bin ich auch freigestellte Betriebsrätin, arbeite aber trotzdem noch mal ein Wochenende auf der Intensivstation, wo ich jetzt über 40 Jahre lang dort war. Ich bin aktiv bei Verdi, ich bin aktiv in verschiedenen mit Bündnissen. Ich habe unter anderem vor einigen Jahren hier in Bremen das Bremer Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus dann gegründet. Ich bin aktiv in der unabhängigen Betriebsgruppe Uns Reicht's, die wir 2005 gegründet haben, eine Folge auch von den schlechten Arbeitsbedingungen aufgrund der Einführung der Fallpauschalen im Jahre 2003. Und mit dieser Liste von Uns Reicht's sind wir auch letztes Jahr auch bei den Betriebsratswahlen im KBM, im Klinikum Bremen-Mitte, auch angetreten. Und da haben wir dann auch für alle anderen überraschend, aber für uns weniger, haben wir halt die meisten Stimmen erhalten. Und ja, genau, obwohl sie vorher so einen richtigen Shitstorm auf uns so abgelassen haben. Dann, wie gesagt, ist es ja vielleicht bekannt, dass auch die Geno eine Tochterfirma hat, die GND. Das ist eine hundertprozentige Tochterfirma, wo hauptsächlich eine Beschäftigung, dort arbeiten als Reinigungskräfte in der Versorgung, in der Bettenaufbereitung und so weiter und so fort. Und auch dort waren ein paar Wochen später, auch im letzten Sommer, die Betriebsratswahlen, da ist auch unsere Liste, Uns Reicht's, angetreten. Auch dort haben wir die meisten Stimmen erhalten. Und ich denke mir, das haben wir auch nur erreicht, weil wir seit Jahren kontinuierlich gute Betriebsarbeit leisten, mit den Menschen, wirklich mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt sind, dass wir sie auch wirklich ernst nehmen. Weil sonst, denke ich mir, hätten wir es nicht dann geschafft. Ihr wisst ja auch, dass praktisch gerade so im Care-Bereich, in den Krankenhäusern, in Altersheimen ja überwiegend Frauen beschäftigt sind. Ich weiß so eine Zahl von der Geno, dass im Jahre 2021 80,4% der Beschäftigten mit Frauen waren. Oft sind dann ja auch die Frauen auch in jetzt eine Teilzeit beschäftigt, weil sie ja noch andere eine Verpflichtung haben, halt eine Familie und so weiter und so fort. Dann ist ja im Jahre 2003
ja die Fallpauschalen eingeführt worden, um sozusagen nochmal so bestimmte dann Gewinne aus dem Gesundheitssektor auch eine rauszuziehen, damit sich einige Firmen, ja, einige dann Konzerne sozusagen ihre Taschen voll machen können auf Kosten der alten Beschäftigten. Es war klar natürlich, dass das Personal natürlich sehr kostenintensiv sind. Was haben die zuerst gemacht? Sie haben erstmal jahrelang Personal abgebaut, eingespart auf Kosten der übrigen, die noch im Krankenhaus dann geblieben sind. Die Arbeitsplatzverdichtung wurde größer und größer, also dichter und dichter. Das heißt, die Arbeitsbedingungen wurden schlechter. Die Beschäftigten, die wurden krank. Die Krankheitsrate stieg nach oben. Die Leute, die Kolleginnen und Kollegen sind aus den Berufen dann geflüchtet, sind teilweise gerade so im Pflegebereich, sind dann so in Zeitarbeitsfirmen dann gewechselt, weil sie dort erstmal paradox, das ist gerade nur im Gesundheitssektor so, weil sie dort bessere Arbeitsbedingungen hatten. Sie konnten teilweise arbeiten sie jetzt um die 30 Stunden in der Woche, haben dann trotzdem einen höheren Lohn. Teilweise haben sie ja noch andere eine Vergünstigung. Sie kriegen teilweise noch einen Wagen dann gestellt, können den Wagen auch noch privat nutzen. Und ja, gerade zum Beispiel im November 2022 hatte die Geno, glaube ich, 1400 Arbeitsüberlassungen. Das heißt also, wir haben so viele Leute aus den Zeitarbeitsfirmen genommen, weil einfach so viele Leute dann gefehlt haben in den Krankenhäusern, also jetzt auch bei der Geno. Und teilweise sind bis zu 50% der Betten nicht halten belegbar, weil einfach das jetzt ein Personal fehlt. Es ist nicht mehr vorhanden. Und die Frage ist, wie kriegen wir das Personal wieder zurück? Und ich denke mir, es geht nur durch Arbeitskämpfe, einerseits in den halten Betrieben. Andererseits brauchen wir natürlich auch die Unterstützung auch von draußen in der Bevölkerung. Eine gute Maßnahme war, auch wenn wir damals dann gescheitert sind, im Jahre 2018 war es, glaube ich, im Herbst oder ja, ich glaube 18, das Bremer Volksbegehren für mehr Personal im Krankenhaus. Da hatten wir dann irgendwie 30.000 Unterschriften gehabt. Das heißt, auch haben auch sehr viele Leute hier aus der Bevölkerung unterschrieben und die waren praktisch mit uns. Und die Kämpfe können, denke ich mir, nur halt mit zusammengehen. Und für uns, wie gesagt, ich kann jetzt hauptsächlich halt natürlich nur reden für die Beschäftigten, die in Krankenhäusern arbeiten. Wenn ich sage, mit den halt Beschäftigten, meine ich natürlich alle halt in Berufsgruppen, vor allen Dingen, wie gesagt, die Pflegekräfte, MTAs, Reinigungskräfte, so Assistentinnen, die im Servicebereich arbeiten und so weiter und so fort. Natürlich die Ärzte und Ärztinnen, die haben natürlich ihre eigene Lobby, die sind ja in der Regel im Marburger Bund organisiert. Und wie gesagt, und wir fordern an für sich, um wieder die Arbeitsbedingungen ein bisschen attraktiver, ein bisschen menschlicher zu machen. Auf lange Sicht heraus wollen wir die 4-Tage-Woche haben bei vollem Lohnausgleich. Und ich bin mir sicher, das werde in der übernächsten TVÖD-Tarifrunde das mit auf dem halben Programm nimmt. Ich denke mir, Sie werden da nicht drüber hinwegkommen. Sie wissen auch ganz genau, dass jahrelang die Fallpauschalen für Verdi unter anderem auch keine Rolle mehr gespielt hat oder keine Rolle spielte. Erst nachdem vor Jahren die Arbeitsbedingungen noch schlechter wurden, sind ja in vielen Städten wie Bremen, Hamburg, aber auch hier in Bremen, wie gesagt, die verschiedenen mit Bündnisse entstanden. Der Druck der Basis wurde dann größer und Verdi hat das halt natürlich auch mitne bekommen und sie mussten sich halt dann bewegen und wenn sie sich nicht dann bewegt hätten, hätte Verdi sich von der Basis entfernt. Und das heißt, inzwischen ist das jetzt so,
dass auch Verdi inzwischen die Fallpauschalen abschaffen möchte. Und das, denke ich mir, ist schon ein Erfolg von den Beschäftigten in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, weil sie einfach so viel jetzt einen Druck gemacht haben, auch auf den Straßen waren, durch Streiks und so weiter und so fort. Ja, und ich bin jetzt da gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt, jetzt in der nächsten eine TVÖD-Tarifrunde, die jetzt ja am 24. Januar beginnt. Also da ist in Potsdam die erste in der Verhandlungsrunde. Nochmal zur Erinnerung, wir fordern ja eine Prozenterhöhung von 10,5% mindestens aber 500 Euro monatlich mehr und eine Laufzeit von 12 Monaten. Das sind so die wichtigsten Punkte. Und die werden sich, denke ich mir, bestimmt nicht erstmal nicht so drauf einlassen. Im Februar ist die zweite Verhandlungsrunde und dann im März die dritte. Aber wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr sehr harte Kämpfe gehen wird und dass da vielleicht auch wieder, wie glaube ich in den 90er Jahren zuletzt, so Erzwingungsstreiks stattfinden müssen. Und also wir sind hier in Bremen unter anderem auch mit vorbereitet. Wir gehen aus, wie gesagt, dass am 24. absolut kein Ergebnis ist, dass die Arbeitgeber diese Forderung entrüstet ablehnen werden. Da werden wir auch in Bremen hier einen ersten Arbeitsstreik machen. So Abgeordnete aus den verschiedenen Betrieben, Krankenhäusern, Kitas, Bäderabteilung, also die alle, die praktisch jetzt, die alle praktisch den, die den TVÖD haben, treffen sich dann im Deutschen Gewerkschaftshaus zu einem Arbeitsrückstück. Dort werden dann die weiten Schritte dann beraten, welche vonnöten sind. Dann gibt es dort eine Kundgebung. Dann gibt es anschließend noch einen kleinen Demozug. Und wir wollen dann der Bürgerschaft eine Unterschriftenpetition übergeben, die wir jetzt in den letzten Monaten dann gesammelt haben. Glaube ich, so mein Stand der Dinge ist, dass wir so ungefähr 3000 Unterschriften jetzt nicht zusammen haben. Ja, und wie gesagt, und dann wollen wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall werden dann in den nächsten Wochen auch richtige, sagen wir, Streik stattfinden, unter anderem auch dann am 8. März. Ja, das war es erstmal. Danke. Genau, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, kurze Zusammenfassung von der Konferenz zu machen, aber es sind einfach so viele Fragen, so viele Debatten, die heute aufgekommen sind, die wir heute nur andiskutieren konnten, die weitergehen. Aber das ist ja, die sorgenden Städte sind ein größeres Projekt, das sozusagen von uns aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf lange Zeit angedacht ist. Wir arbeiten weiter dran. Ihr habt auch schon in den im Programm sind für Bremen und Berlin schon ganz konkrete Vernetzungsangebote drin, also so Kanäle, über die man sich vernetzen kann zum Weiterarbeiten. Wir haben unsere Webseite, auf der wir weiterhin auch Debatten abspiegeln werden oder wo man sich informieren kann, wo wir neue initiieren. Wenn ihr aus Städten kommt, die nicht Bremen oder Berlin sind, könnt ihr auch einfach gerne an uns schreiben. Wir versuchen so ein bisschen ein Mapping zu machen von Leuten, die aktiv sind, die dranbleiben wollen und versuchen da, sobald sozusagen es Akteure vor Ort gibt, irgendwie das auch zu unterstützen. Natürlich können wir auch von der Stiftung, wir sind nicht die Bewegung, aber wir helfen gerne dabei, euch untereinander zu finden oder auch dort zu unterstützen in der Weise, wie wir es eben können. Genau, wir haben jetzt den ganzen Tag darüber gesprochen, wie stellen wir uns eigentlich eine sorgende Stadt vor, was gehört dazu eigentlich, welche neuen Institutionen brauchen wir, wie kommen wir eigentlich von den kleinen Schritten ins Morgen, welche Widersprüche da geben sich da drin auch. Und wollten jetzt den Abschluss aber nochmal nutzen, auch zu fragen, wie kommen wir eigentlich dahin? Nicht nur, was wollen wir, sondern auch, wie kommen wir dahin? Und haben uns dazu überlegt, wie arbeiten da eigentlich verschiedene AkteurInnen auch miteinander zusammen? Und weil meistens ist es dann so, diese Debatte ist auch ja nicht neu. Ihr habt die alle wahrscheinlich schon 1000-mal geführt. Und
Dann ist es aber so, dass tatsächlich im Alltag es doch wieder Reibungen gibt. Also wir haben irgendwie die Analyse, es ist gut, dass es verschiedene Akteurinnen gibt, wir können eine Arbeitsteilung eingehen und dann sind am Ende aber doch wieder Reibungen. Wir haben heute auch mehrmals auf jeden Fall in den Workshops, in denen ich war, über fehlendes Vertrauen gesprochen. Wie schaffen wir es eigentlich, Verbindungen aufzubauen? Wie schaffen wir es eigentlich, dass zum Beispiel Institutionen dann nicht vereinnahmen, was Bewegungen machen? Also wie klappt diese Arbeitsteilung eigentlich? Dazu haben wir uns verschiedene AkteurInnen eingeladen, und zwar aus verschiedenen Bereichen, aber die sind natürlich nicht abschließend, aber die oft so große, sage ich schon, Player in diesem Bereich sind. Ganz links, Theresa Gärtner ist hier für den feministischen Streik aus Jena, ist aber mit einer großen Fanbase auch gleich dabei. Oder genau, der feministische Streik ist sehr zahlreich heute vertreten, das freut uns sehr. Theresa arbeitet aber auch gleichzeitig noch für Verdi, sozusagen spricht nicht für Verdi, aber ist mit dieser Perspektive von Gewerkschaft auch hier, also auch du bist auch bei Verdi gerade im Bereich Gesundheit und Bildung, das heißt sozusagen mit dem Care-Blick. Daneben ist Karin Tepp. Karin Tepp ist langjährige Aktivistin der Bewegungspartei oder Partei in Bewegung Ciudad Futura aus Rosario in Argentinien, der zweitgrößten Stadt aus Argentinien, und ist gleichzeitig jetzt im Moment auch Stadträtin, also Teil des Parlaments von Rosario, das nennt man da Stadträtin. Genau. Dann haben wir Tashi Endres, die lange Zeit aktiv war bei Corti & Co., einer Mieterinneninitiative im sozialen Wohnungsbau und jetzt sehr aktiv für Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das muss ich nicht nochmal einführen, was das ist, aber im Gegensatz zu anderen Bewegungen hatten wir auch nochmal gedacht, diesen Blick von ein spezifisches Thema rauszusuchen, zu dem man sich vernetzt, und arbeitet gleichzeitig im European Community Organizing Network. Danke, dass du da bist. Und ganz zu Rechten Doris Achelwilm, auch langjährige feministische Genossin und Aktivistin in der Partei Die Linke, war auch Bundestagsabgeordnete und dort Sprecherin für Gleichstellung und LGBTI und jetzt im Vorstand der Linken in Bremen. So, also wir haben schon ein breites Spektrum aufgemacht. Und natürlich euch und tausende Initiativen. Das heißt, wenn wir nachher ins Debattieren gehen, dann stellt auch gerne vor, aus welcher Perspektive ihr sprecht oder aus welchem Erfahrungshintergrund der Organisierung oder der Strategie. Dankeschön. Genau. Und naja, dass wir verschiedene Organisationsformen wählen in unserer Arbeit, das ist ja auch nicht zufällig, sondern die haben vielleicht auch verschiedene Funktionen und Ziele, die wir damit verfolgen. Und deshalb möchte ich euch jetzt fragen, was sind die zentralen Charakteristika von diesen Organisationsformen? Warum seid ihr auf diese Art aktiv? Und welche Rolle erfüllt sie vielleicht in dem politischen Kampf? Genau, und gerne aber auch, was fehlt vielleicht auch in dem Fokus, den ihr dabei gewählt habt? Und genau, da möchte ich das Wort zuerst an Theresa geben. Ist es an? Sollte an sein? Okay. Ist es an? Ja, großartig. Ich merke, dass hier vorne nicht. Nee, also doch nicht. Dann nehme ich das. Ja. Gut. Organisationsform. Also wir werden das oft gefragt, wie sind wir eigentlich organisiert und wie machen wir das genau? Wir waren früher ein Bündnis, sind heute eine Gruppe, das war eine große Erkenntnis. Im Großen und Ganzen hat sich aber an der Zusammensetzung nichts geändert. Und als Gruppe haben wir, würde ich sagen, na, auch eine Strategieveränderung, und damit verändert sich natürlich auch die Form der Organisierung, also von eher einer Bündnisorientierung, ne? So das Selbstverständnis kam auch daher, die wir heute schon immer noch verfolgen, aber ich würde sagen, das hat sich mit der Zeit sehr verändert, von
Wir gestalten einen 8. März, Orientierung auf den 8. März als feministischen Streiktag zu. Wir sind eigentlich das ganze Jahr über politisch aktiv und haben versucht, den 8. März eher abzugeben. Letztes Jahr ist uns das gelungen und haben initiiert, dass es jetzt ein 8. März-Bündnis gibt und wir uns sozusagen ganzjährig mit mehr Energie um den feministischen Streik kümmern können. Zu der Form der Organisierung gehört, glaube ich, schon auch, sagen, was wir in den Mittelpunkt stellen. Und das hat sich eben verändert von sehr, sehr vielen verschiedenen Themen. Wir hatten, weiß nicht wie viele AGs zwischendurch, die zu vielen Themen gearbeitet haben, zu der Abschaffung des Paragraphen 128, 129a. Wir hatten einen zu Gewalt gegen Frauen, wir hatten einen zu Arbeitskämpfen und noch viele andere und haben dann irgendwann festgestellt, ja genau, das ist ein bisschen viel. Also wir sind bekannt geworden, das war gut, aber langfristig hat uns das sehr, sehr viel Energie gekostet und natürlich auch die Frage, so, wohin geht's denn genau, die Reise? Und genau haben uns deswegen irgendwann vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren vielleicht, so konzentriert auf Sorgearbeit und haben gesagt, wir setzen den Schwerpunkt und dazu gehört aber eben auch eine Grenze setzen und dementsprechend fallen bei uns gerade in der Fokussierung zumindest, also explizit Nennung und Bearbeitung, queerfeministische Themen oder auch antirassistische Themen hinten runter. Und wir haben uns eher als Aufgabe gesetzt, das sozusagen mit einzubinden in unsere Perspektive, wenn wir über Arbeitskämpfe zum Beispiel sprechen. Aber es ist natürlich auch eine Leerstelle, die wir nicht voll und ganz ausfüllen und da auch nicht jede Anfrage oder jedes Bündnis mit begleiten können. Das gehört auf jeden Fall dazu. Wichtig ist, glaube ich, auch noch im Vergleich zu dem, was wir heute insgesamt gehört haben, dass wir nicht institutionell arbeiten, sondern eben eine autonome Gruppe sind, die Arbeitskämpfe unterstützt und damit einen Schwerpunkt eigentlich zurzeit auch auf bezahlte Arbeitskämpfe setzt. Also wir haben in den vergangenen Jahren Arbeitskämpfe in der Klinik unterstützt, aber auch in der Reinigungsfirma. Wir haben versucht, mit der IG Metall zusammenzuarbeiten. Und derzeit ist ein Schwerpunkt auf Kitas und da eine eigene Organisierung sozusagen eher neben der Gewerkschaft zu tun. Genau, das ist, glaube ich, so das Hauptding. Und wie wir dabei zusammengearbeitet haben, würde ich sagen, ist auch wieder sehr unterschiedlich gewesen, je nachdem, wir haben es meistens ausprobiert und irgendwas ist als richtig oder zumindest gerade funktionierend hängen geblieben. Wir haben versucht, mit Eltern, mit dem Stadtelternbeirat zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Das hat nicht gut funktioniert. Und dann sind wir eben bei den Beschäftigten hängen geblieben und machen da gerade weiter. Und ich würde sagen, so könnte man dann vielleicht später nochmal sagen, welche einzelnen Projekte es gab, wie sich das entwickelt hat und welche Erfahrungen wir dabei gemacht haben. Aber ich glaube, zu der Organisierungsform kann man das groß und ganzen sagen, vom Bündnis zur Gruppe, heute immer noch in Bündnissen aktiv, aber hauptsächlich als eigene strategisch denkende Gruppe, die Arbeitskämpfe unterstützt und dabei aber eigene Organisierungsformen eigentlich versucht zu entwickeln. Ich erlaube mir, einen ganz kurzen Werbeblock einzuschieben, weil die Arbeitskämpfe, die ihr unterstützt habt und die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gibt es auch zusammengefasst nochmal, also oder einen Einblick da rein in einer wahnsinnig tollen Broschüre, die heißt Streikpraxis und ist bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu erhalten. Damit gebe ich das Wort an Tashi. Hallo, ist es an? Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, hier in der Konstellation zu sprechen. Und die erste Frage, Organisierungsfrage, meine Lieblingsfrage. Ich kann mich bloß nicht mehr besonders gut konzentrieren, weil das Verhältnis von Zuhören, Sprechen und Tanzen war bisher heute nicht optimal. Daran können wir noch was ändern. Genau, in dem Kleingedruckten zu dieser Frage, die läuft wahrscheinlich nur wir haben das Kleingedruckte gekriegt, stand... Naja, manchmal gibt es eine Ein-Punkt-Kampagne, die keinen kompletten Gesellschaftsentwurf mitliefern möchte. Und ich glaube, damit war Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gemeint. Und da habe ich gedacht so, interessant. So habe ich das noch nie betrachtet. Weil ich glaube, uns ging es eher darum, schon einen Punkt auszuwählen, aber sozusagen eine Sollbruchstelle der bestehenden Ordnung auszusuchen und daran dann die Widersprüche aufzudecken und zuzuspitzen. Und
Leute in die Lage zu versetzen, mit demokratischen Mitteln eine ganz konkrete Frage abzustimmen und damit auch abzustimmen, was die wichtigen Werte in unserer Gesellschaft sein sollen. Geht es um die Profite der VermieterInnen oder um das Grundbedürfnis oder das Recht auf Wohnen? Also geht es um Kapital oder geht es um Leben? Und tollerweise haben sich 1 Million Menschen ganz klar für Leben entschieden und dafür gestimmt, dass alle großen profitorientierten Wohnungsunternehmen in Berlin enteignet werden sollen. Und das ist aber auch sozusagen eine Frage der politischen Strategie, die wir ganz bewusst gewählt haben. Und das ist für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen affirmativ und transformativ. Affirmativ wäre eben der gesamte Gesellschaftsentwurf für den Kommunismus. Wir schreiten voran. Wann kommen denn die anderen Leute hinterher? wir sagen, wo es lang geht. Wir rufen auf zu, lasst uns das tun. Oder transformativ wäre, die Leute zu fragen, wo ist das Problem, die Beziehungen aufzubauen, gemeinsam die Ursachen anzuschauen, Lösungsstrategien zu entwickeln und da drin in diesem Prozess natürlich auch mit den eigenen Analysen und Impulsen präsent zu sein und vielleicht auch bei sowas wie Kommunismus rauszukommen, mal sehen. Und dafür ist sozusagen das Vorgehen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, denke ich, ein Beispiel. Und natürlich bleiben da andere Sachen dann aus dem Fokus. Aber ich würde sagen, sie bleiben zeitweise aus dem Fokus. Also ich finde es total wichtig, da in so Bewegungszyklen zu denken, was wann wie in den Fokus oder aus dem Fokus fällt. Und ich war selber, bevor wir Deutsche Wohnen und Co. enteignen gegründet haben, lange bei Kotti und Co. Aktiv. Wir waren, es gibt es immer noch, ich bin bloß nicht mehr dabei, eine MieterInnen-Initiative im sozialen Wohnungsbau in Berlin-Kreuzberg. Und da haben wir auch sozusagen den Ausgangspunkt an den sehr heterogenen Lebenssituationen und sehr stark marginalisierten Lebenssituationen der NachbarInnen genommen und haben versucht, ganz verschiedene Themen in den Fokus zu rücken. Also die Lebensrealität unterscheidet ja nicht zwischen einer heißen Agenda, sondern da fallen Jobcenter-Stress und struktureller Rassismus und sozialer Wohnungsbau zusammen. Und wir haben versucht, diese ganz verschiedenen Ebenen zu adressieren und haben schon 2016 gemerkt, okay, wir kommen immer wieder zurück zur Eigentumsfrage und haben 2016 gefordert, enteigne doch mal die Deutsche Wohnen, auch mit dem Artikel 15. Und damals wurden wir belächelt. Und es hat dann diese konkrete Organisationsform des Volksentscheides gebraucht, um da den Hebel sozusagen anzusetzen und nicht mehr ganz so belächelt zu werden, sondern das Lächeln hat die Seiten gewechselt, würde ich sagen. Aber unsere interne Organisationsform von Deutsche Wohnen und Co. enteignen war jetzt 4 Jahre lang ganz stark entlang von den Herausforderungen von diesem Abstimmungsgesetz strukturiert. Also weil es 2 Sammelphasen braucht und weil es Aktivierung in den Außenbezirken gab und weil es einen Wahlkampf, jetzt gibt es schon wieder einen Wahlkampf, braucht, war unsere interne Struktur ganz stark daran orientiert und wir haben eine riesen Maschine aufgebaut, die diesen Job super geleistet hat, also von einem klassischen Co-Kreis über Kiez-Teams, die dezentral gemacht haben, eine ständige Rekrutierung von Neuen, eine ständige Schulung von Neuen und super niedrigschwellige Angebote für Leute teilzuwerden und sich einzubringen. Irgendwann zu Hochzeiten waren 2000 Leute aktiv. Jetzt sind wir in einer komplett anderen Situation. Jetzt müssen wir uns nicht mehr entlang von diesem Abstimmungsgesetz hangeln, sondern auf einmal sind wir auf dem offenen Feld einer Verschleppungstaktik der Seiten des Senates unter, ich hate to say it, Beteiligung der Linkspartei. Und jetzt müssen wir auf einmal ganz anders agieren und ganz anders auch intern die Organisierungsfragen wieder und wieder stellen und neu beantworten. Und gehen in unterschiedliche Richtungen. Ne? Es gibt einerseits geduldige und auch weniger geduldige Versuche, sich mit dieser ExpertInnen-Kommission abzugeben. Dann gibt es eine ganz klare Abwahlkampfstrategie gerade.
die eher sozusagen ein Punkt Abwahl-Message senden soll. Und andererseits gehen wir aber auch weiter eigentlich wieder zu den Ursprüngen, wo wir nämlich eigentlich herkommen aus der Mieterinneninitiative, Mieterinnenbewegung, die an verschiedenen Punkten ansetzt und haben jetzt gerade, also die AG Starthilfe, die ich mitgegründet habe, dass wir machen sozusagen vor allem Organizing, also Transformative Organizing Aspekte innerhalb der Kampagne, aber unterstützen auch Initiativen. Wir haben jetzt ein Projekt gegründet, das heißt Kiez-Projekt, wo wir gemeinsam mit dem Berliner Mieterverein und Movement Hub und AG Starthilfe sozusagen bezahlte OrganizerInnen-Stellen geschaffen haben, einfach um die Ressourcen und auch sozusagen eine Professionalisierung zu ermöglichen, das langfristig zu gewährleisten. Aber da gibt es eine ganz klare Rollenverteilung. Das ist, denke ich, auch wichtig für Organisierung, dass nicht ehrenamtliche Arbeit ersetzt wird durch die bezahlten Stellen, sondern dass es eine klare Aufgabenbeschreibung für die bezahlten Stellen gibt, nämlich mehr Ehrenamt zu ermöglichen. Weil wir werden keine Massenbewegung, wenn wir nur auf Ehrenamt basieren, aber wir werden auch keine Massenbewegung, wenn wir versuchen, Ehrenamt durch Bezahlung zu ersetzen. Und sozusagen, wie ist da das strategische, produktive Verhältnis zwischen beiden Rollen? Jetzt möchte ich das Wort an Doris geben. Ja, das passt ja ganz gut, weil wir als Partei eben auch schon angesprochen wurden und ich dann entsprechend agieren kann. Also ich bin auch sehr froh, heute hier zu sein. Ich empfinde es als Ehre, in einem Raum voller so toller, aktivistischer, vornehmlich Frauen, auch Grüße an die Nichtfrauen, die hier sind, selbstverständlich zu sitzen und auf einem so großartigen Podium und wirklich hier einen Moment zu erleben, wo man den Eindruck oder ich den Eindruck habe, es ist dann auch ein Moment. Also hier passiert etwas Politisches, was hoffentlich von diesem Ort und von diesen Tagen aus ausstrahlt, dann weiter in die Stadtgesellschaft, die uns hier umgibt, aber auch in die Räume, in die ihr zurückgeht oder wo ihr auch eben herkommt und eben auch Bekräftigung braucht für die Arbeit, die ihr macht und Austausch. Und dass das hier so ermöglicht wurde in diesem Rahmen, finde ich, ist wirklich eine exzellente Sache, auch für Bremen gerade. Und wir sind sehr dankbar. Das wollte ich an dieser Stelle auch aus der Parteiwart heraus, aber auch ganz grundsätzlich nochmal festgehalten haben. Also es ist wirklich toll. Genau, kurz zu meiner Person und warum Partei? Also Parteien haben selbstverständlich einen schlechteren Ruf oder vielfach einen schlechteren Ruf, vielleicht hier im Kontext, in dem wir uns bewegen, als jetzt vielleicht eine Initiative wie zum Beispiel Deutsche Wohnen, weil wir natürlich auch entsprechend in anderen Kompromissen, in anderen Widersprüchen gefangen sind, was ja alles hier auch klar ist, ne, worüber ich ja wahrscheinlich nicht aufklären muss. Und sicherlich wir auch unter einer anderen Beobachtung und Rechtfertigungsdruck stehen, was jetzt unser Funktionieren dann letztlich auch in bürgerlichen und normativen Zusammenhängen anbetrifft, im parlamentarischen Raum und wie dann eben unsere Arbeit auch teilweise öffentlich abgebildet wird. Und bei allem, wie es gerade sehr viel Hoffnung gibt in diesen Zeiten und Hoffnung geben muss, während sich die Krisen überlagern, ist es selbstverständlich auch so, dass es die gesellschaftliche Linke und auch die parlamentarische Linke aktuell gar nicht mal so leicht hat. Also auch daran liegt es, wie Sachen rezipiert werden, die wir machen. Nämlich tendenziell, auch wenn es um gerade solche parlamentarischen Arbeiten geht, im Hinblick auf Sorgearbeit, dass genau diese Bereiche, die immer wieder in die Öffentlichkeit stärker gebracht werden müssen, weil sie nach wie vor viel zu wenig repräsentiert sind. Also es wird tatsächlich oft diskreditiert und nicht so dargestellt, wie wir uns das wünschen. Und das ist etwas, woran wir auch selber arbeiten müssen als Partei, aber was halt auch immer mitgedacht werden muss, wenn sich gefragt wird, ja, warum drücken sich bestimmte Sachen nicht aus oder auch unsere Rolle in Konstellationen wie dem Berliner Senat. Da ist es natürlich so, wir sind dabei und dazu müssen wir auch stehen. Da gibt es auch kein Relativieren oder so. Ne? Aber gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass wir dann da machen können, was wir wollen, weil wir sind dann da ein kleiner Partner erstens und zweitens vielleicht nicht in der Ressortverantwortung, in der wir da gerne wären. So, ne? Dass wir das Anliegen jetzt gerade von Deutsche Wohnen enteignen massiv unterstützen, auch über Berlin heraus, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir sind sehr dankbar, dass das in der Form forciert wird und sehr betroffen davon, dass halt eben die gesetzliche Situation in Berlin dann eben bundesrechtlich kassiert wurde und man da jetzt von vorne wieder anfangen muss, nachdem es jetzt wirklich mal durch politisches Agieren im sowohl parlamentarischen und außerparlamentarischen Raum eine Beschlusslage gegeben hat, wo Leute
einfach Rechte hatten, die sie konkret unmittelbar gespürt hätten, ja, im Geldbeutel. Das fehlt. Das mag es jetzt wieder vermehrt geben durch die aktuellen Krisenprogramme auf eine Art, aber nicht auf eine wirklich ausgleichende Art, sondern so ein bisschen kosmetisch eher. Und das wäre halt einfach was anderes gewesen, womit man auch politisch hätte noch mal mehr in die Zukunft agieren können, um eben zu sagen, ja, wir machen weiter mit jetzt wirklich radikalerer, grundsätzlicher Politik und sie ist auch erfolgreich und sie ist konkret spürbar so. Genau, nochmal, warum ich jetzt eigentlich finde, dass eine Partei ein sehr guter Ort ist, Politik zu machen. Ich finde, in Parteien drückt sich Gesellschaft im Kleinen aus. Für mich, als ich reinkam, das war so um 2007, 2008, also als die Partei sich gründete im Nachgang von Hartz IV und weil es einfach bitter nötig war, dass es eine linke Partei tatsächlich in diesem Spektrum gibt, da war es dann halt einfach die Situation zu merken, ja, wir brauchen sowas Pluralistisches, wir brauchen auch etwas, wo Menschen nebeneinander sitzen und linke Politik machen wollen, die es auch miteinander aushalten müssen. Und für mich war es eine der besten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, ein Stück weit aus, kleineren und heterogeneren Zusammenhängen heraus, wirklich rauszugehen und mich mit Menschen gemeinsam oder zusammenzuschließen, zu verbünden und sei es nur für die Dauer eines Infostandes, mit denen ich ansonsten gar nichts zu tun gehabt hätte, aber in diesem Moment wirklich gemeinsame Ziele verfolge. Das hat mich sehr bereichert und ich glaube, viele andere Mitglieder beziehungsweise Genossinnen und Genossen auch. Und ich hoffe, dass wir da auch wieder hinkommen, während ja im Moment auch viel Abgrenzungsbestrebungen tatsächlich eine Rolle spielen. Und wir gehen da gerade als Partei, das ist auch bekannt, durch eine auf Bundesebene jedenfalls durch eine dialektische Talsohle, von der ich hoffe, dass wir da ja demnächst wieder irgendwie die Kurve nach oben bekommen, ohne dass jemand jetzt unmittelbar wüsste, was der konkrete Lösungsansatz ist. Aber ich glaube, wir müssen uns da jetzt einfach durchschlagen. Wir brauchen auch ganz viel Unterstützung und wir brauchen natürlich auch wo ich Maya jetzt auch im Publikum sehe, also ne, irgendwie oder halt Berlin, wir brauchen auch eben Zusammenhänge, wo wir in Regierungsbeteiligung, was kein Selbstzweck ist und worauf es auch nicht zwingend hinauslaufen muss, aber wenn es das ist, was dann der Kontext ist, in dem wir uns bewegen, wohin wir uns auch gearbeitet haben, dass wir da dann auch über die Sichtbarkeit und über die Durchsetzbarkeit von Anliegen tatsächlich auch ein bisschen hegemonialer werden. So. Und ich fand immer wichtig an Parteien, dass es genau das oder an der Partei, in der ich bewusst irgendwie partizipieren wollte, dass es genau dieses Verschiedene auch gibt. Ja, dass es ein oppositionelles, ein antagonistisches Agieren zu gesellschaftlichen Mehrheiten, zu Stimmungen, Strömungen, Ideologien gibt, aber auch gleichzeitig das Gestaltende, ja, dass man auch affirmieren muss, dass wir auch gucken müssen, irgendwie, wie kriegen wir so viel Bündnisfähigkeit hin und auch müssen auch entsprechende Kompromisse schließen, damit sich tatsächlich was verändert und sei es in bestimmten Zeiträumen halt auch einfach nur im Kleinen sehr pragmatischen. So. Und ich finde gut, dass es das bei uns nebeneinander gibt. Also sowohl, auch theoretisches Arbeiten wie Organizing, praktisches das Organisieren in verschiedenen fachpolitischen AGs, das Miteinander mit Menschen eher auf einer Ebene, die man vielleicht auch in einem Verein haben könnte, wo man sich halt irgendwie so trifft oder so. Also auch dieses Niedrigschwellige finde ich total relevant. Und es ist ein Gestaltungsraum, der, darauf könnt ihr Gift nehmen, auch noch morgen existiert so und von daher auch einfach über einen längeren Zeitraum gestaltet und durchgearbeitet werden muss. Und von daher hat das für mich irgendwie etwas Gesellschaftliches im Kleinen fürs Große. Und das ist das, was wir eben versuchen, was wir auch noch irgendwie breiter wieder aufstellen möchten und müssen. Und ich komme zum Schluss, gerade was die Themen anbetrifft, die hier eine Rolle spielen, sind wir auch diejenigen, die das im Parlament ganz stark forcieren, dass es Arbeitszeitverkürzungen gibt, dass es tatsächlich auch Beratungsstrukturen gibt für Menschen, die nicht so stark gesehen werden und keine Repräsentation haben, dass Gesundheitszentren entstehen, dass überhaupt mehr irgendwie auch was Wirtschaft anbetrifft, nicht mehr das Bruttoinlandsprodukt nur zählt, was irgendwie den alten Produktivbegriff irgendwie nur stark macht, sondern eben auch thematisiert, so ja, alles Mögliche an unbezahlter, unsichtbarer, unterbezahlter Arbeit ist aus diesem ganzen
aus diesen ganzen Zahlen, aus diesen ganzen, was uns gerade beschäftigt, komplett rausgerechnet und wird nicht thematisiert, sondern weiter vorausgesetzt. Und das ist etwas, ja, was stark gemacht werden muss, dass das halt nicht geht und wo dann diese Krisen auch immer ein Stück weit, Krise als Chance, weiß nicht, ist eigentlich nicht so mein Thema, aber wo Krisen auch immer der Augenblick sind, wo wir einen Moment haben, das zu thematisieren. Das ist sehr bedauerlich, dass es unter Corona einen Zeitpunkt gab, wo Reproduktivarbeit stärker thematisiert wurde und es einen Moment gab, ja, guckt mal, was da zu Hause eigentlich läuft und inwiefern sich das alles noch vereinbaren und so weitermachen lässt. Aber es ist dann auch wieder so ein bisschen weggebröckelt, weil es eben auch starke Interessen da draußen gibt, irgendwie das nicht zu laut alles zu sagen und nicht zu stark zu machen. Und da müssen wir trotzdem weiter hinterher und jetzt auch in den derzeitigen Situationen, was eben ja Energiepreise und so weiter anbetrifft, geht das halt weiter, dass wir da eben auch stark machen müssen, was bedeutet das insbesondere für Frauen, was bedeutet das für unsichtbar gemachte Räume, und da sind wir als Linke diejenigen, die das ganz klar auf dem Zettel haben, neben allem anderen, was zum Beispiel verkehrspolitisch oder umweltpolitisch eben auch mitgemacht werden muss, genau, weil wir sind eben auch eine Partei, die sich aller Themen annimmt, die gerade gesellschaftlich bearbeitet werden müssen. So, Punkt vielleicht erstmal. Vielen Dank, Doris. Genau, und jetzt haben wir ja schon gehört, dass es oft so einen Gegensatz gibt zwischen Bewegung und Partei. Ich möchte jetzt aber das Wort geben an Karen, die aktiv ist bei Ciudad Futura, also einer Bewegungspartei oder Partei in Bewegung, mit einer nochmal anderen Perspektive darauf. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo por hacer posible conocer Alemania en primer lugar. Y después encontrarme con todos ustedes. No, sinceramente, muchísimas gracias. Creo que son absolutamente fundamentales estos encuentros, estos momentos. Todos pasamos por crisis, todos tuvimos que secarnos las lágrimas y convertir esas lágrimas en esperanza. Y ojalá que nuestra visita y nuestra participación, nuestro convite en este momento pueda también ser un granito de arena en ese proceso. Como decían las compañeras, Ciudad Futura es un partido de movimiento. Rocío, que estuvo en uno de los talleres anteriores, estuvo contando un poco y zanjando algunas dudas sobre este tema. En la segunda pregunta voy a tratar de contarles un poco más sobre la historia y ahora les voy a explicar básicamente lo que nos pidieron, cómo es nuestra forma de organización, de qué hablamos cuando hablamos de un partido de movimiento. Y creo que cualquier organización, a mí también me obsesionan los temas de la organización, porque básicamente creo que la única manera y herramienta que tenemos los pueblos, las mayorías, los de abajo, para poder transformar la realidad, es la organización. Con lo cual, discutir y poner energías y creatividad en los procesos organizativos no es un tema más, sino que es parte de la estrategia revolucionaria, sin lugar a dudas, porque básicamente necesitamos de que las personas puedan ser parte de esos procesos. Y en ese sentido, el horizonte que de alguna manera se plantea Ciudad Futura como proyecto político, como instrumento político, tiene que ver con construir modos de vida alternativos, modos de vida contrahegemónicos, modos de vida poscapitalistas a los que nos ofrece el sistema. Creo que se trata de alguna manera de poner en práctica eso que desde los feminismos populares, desde el ambientalismo popular y también desde las teorías de democratización o de democracia protagónica, muchas veces enunciamos. Para nosotros la obsesión, si se quiere, está en cómo hacemos para, en este siglo XXI, traducir lo ideológico a lo material y lo material a lo afectivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacemos para que crear una organización que no esté basada en el lugar que ocupamos en una estructura burocrática y por la cual incluso se desatan guerras internas feroces por ver quién llega a ese lugar? Tampoco nos organizamos por luchas sectoriales, sino que lo que define nuestra estructura organizativa es qué hace un compañero, una compañera en Ciudad Futura.
cuál es su práctica, cuál es su acción transformadora, cuál es el territorio donde desempeña o construye y pone en práctica las ideas, el plano de lo ideológico. Creo que sin lugar a dudas el ejemplo que dio Tashi con respecto a la campaña de la vivienda me parece el más claro. Digo, si hacíamos un referéndum o salíamos a hacer una encuesta de los medios concentrados de comunicación, si estábamos a favor de la propiedad privada, del capital, de la ganancia o de la vida, así en abstracto, y seguramente íbamos a escuchar lo que venimos escuchando siempre. Ahora, cuando el referéndum se hizo apelando a nuestra vida cotidiana, a lo que nos pasa y cómo eso nos afecta en el plano más práctico del desarrollo de nuestra vida, de nuestros proyectos de vida, ahí la cosa cambia. Y me parece que ha sido una estrategia que no solamente ha sido extraordinaria para Alemania, sino que incluso a nosotras, desde Rosario, al fin allá del sur del continente americano, la tierra de el Che Guevara y de Lionel Messi, lo tengo que decir. Ahí, en ese espacio de tierra, poder salir a decir en Berlín, no en Caracas, en Berlín, la gente quiere que se expropien las viviendas para poder tener acceso a un derecho básico. Eso fue como, bueno, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que aunque parezca que nuestras luchas son pequeñas y que quizás son de muy baja escala y que son de la ciudad, que son de nuestro barrio, miren, han alumbrado al mundo muchas otras ciudades y muchas otras organizaciones y procesos que luchamos por el derecho a la ciudad. Hemos tomado el ejemplo de Berlín para decir, preguntémosle a la gente qué es lo que verdaderamente quiere hacer y no en abstracto, sino en concreto. Con lo cual, nuestra organización hace mucho hincapié en este tipo de iniciativas. Y para nosotras, la ciudad no es, bueno, venimos de los movimientos sociales, el único ámbito de actuación que tenemos es el cercano, el chiquito. No, no. Fue una definición política cuando decidimos que además de ser movimientos sociales, íbamos a plebiscitar en las urnas lo que nosotras veníamos haciendo, nuestras prácticas, nuestros proyectos de construcción que tienen que ver con uno de los ejes. La ciudad futura se estructura en tres ámbitos de actuación o en tres líneas. Uno tiene que ver con la autogestión. Hay toda una cantidad de compañeros y compañeras y personas de la sociedad civil que forman parte de lo que para nosotros es un eje central. Crear nuevas instituciones, crear, construir nuevos modos de vida que tienen que ver con producir alimentos de otra manera, producir alimentos de manera sustentable, y ahí se crean cooperativas de trabajo, cooperativas de producción de alimento, empresas de gestión social que producen alimentos, no solamente para ayudar y llevar adelante los procesos de transformación o de transición ecológica, sino también para que nosotros tengamos que dejarle de comprar a las grandes empresas concentradoras multinacionales de los alimentos. Como ese caso, lo hacemos con la educación, lo hacemos con la cultura. En diferentes ámbitos hay personas que dedican su tiempo y su militancia a construir estos espacios que tienen múltiples funciones. No solamente dar una respuesta real y concreta a esos sectores que están involucrados de manera directa, sino también demostrar que se puede. Lo decía el otro día en la charla que tuvimos en Berlín. A nosotros, quienes venimos de la militancia de izquierda, nos dicen que nuestras ideas son muy nobles, que son muy justas, que les encanta a todo el mundo, pero que son inviables. Con lo cual, si hay algo que tenemos que hacer, es que demostrar que son posibles, que nuestros modos de vida alternativos tienen posibilidad de llevarse adelante y que nos han hecho creer que eso no es así. Y las organizaciones de transformación tenemos que hacer y abocar gran parte de nuestros recursos en todos los sentidos a esta tarea. Ahora bien, la otra parte, y que tiene que ver más con la del partido, es, bueno, nosotros venimos ya haciendo esto. ¿Qué piensa la sociedad de todo esto que estamos haciendo? ¿Está de acuerdo o no? Y ahí empezamos a decidir entrar a las instituciones, porque las instituciones y el Estado lo vemos, la ocupación del Estado la vemos, no solamente como un lugar de acceso al poder para reproducir la política existente, sino para poder acompañar y masificar o potenciar o fortalecer esos procesos que se dan, ¿no? Es mucho más fácil cuando tenemos compañeros y compañeras dentro de las instituciones que dan el debate ahí adentro para que se generen normas, estructuras normativas, financiamiento, que acompañen esos procesos de autogestión que se dan en el territorio. Y esa es la segunda columna que tiene vertebral la organización de Ciudad Futura, que son los mandatos populares, que es la decisión de empezar a ocupar esos lugares del Estado y no
pedirle a otro que lo haga por nosotros, sino también animarnos a hacerlo nosotros mismos. Y el tercer punto tiene que ver con, bueno, de esto se tiene que enterar la gente. En este siglo, sin lugar a dudas, lo hablábamos también el otro día, no solamente hay una crisis de la política, sino que también hay una crisis de la democracia y que hay claramente intención de los distintos poderes concentrados de cercenar la democracia, que no son los golpes de Estado ni las dictaduras de la misma manera en que se han hecho a lo largo del siglo XX, pero que sin lugar a dudas cercenan la posibilidad que tienen los Estados para poder transformar y operar en la realidad. Tienen mucho más poder hoy las corporaciones que cualquier Estado, y eso creo que ninguno de nosotros tiene duda. Con lo cual ahí lo que nosotros y nosotras tenemos que hacer es, incluso con estrategias de comunicación tan ofensivas con los procesos emancipatorios, poder tener gran parte de nuestra organización que se dedique a hablar con la gente, a dar la cara, a hablar con la sociedad, a escuchar lo que está pensando, a contarle lo que venimos haciendo y a invitarla a que genere nuevos procesos de organización en cada uno de sus ámbitos de intervención. Vielen, vielen Dank. Hört man mich? Ja. Vielen, vielen Dank, Karin, für diese wirklich sehr lehrreichen Einblicke. Genau, dann würden wir jetzt in die, also genau, in das zweite Thema gehen. Und zwar haben wir jetzt in diesem Wochenende über sorgende Städte gesprochen und damit sorgende Städte als ein Projekt vorgeschlagen, an dem wir gemeinsam arbeiten können mit unseren verschiedenen Positionen, ob das jetzt Institutionen sind, Parteien oder eben Bewegungen, und damit daran arbeiten können, unsere Stärken einbringen können und uns ergänzen können. Genau, aber deswegen fragen wir uns, was sind denn die Erfolgsfaktoren, damit eben solche Allianzen auch funktionieren können? Und deswegen möchte ich euch jetzt bitten, Beispiele aus eurer Praxis zu erzählen, wo so eine Zusammenarbeit zwischen Akteuren gut funktioniert hat. Was waren vielleicht Momente, wo es gut zusammengewirkt hat, was sind die Faktoren dafür, aber vielleicht auch, was sind die Situationen, wo es nicht so gut geklappt hat und woran lag das? Weil auch daraus können wir lernen für die sorgenden Städte. Und jetzt würde ich das Wort direkt wieder an Karin geben, damit du aus deiner Praxis erzählen kannst. Okay, sigo entonces. retomo. Bueno, sí, estamos? Okay. Yo hice trampa y como Alex comentó, está viviendo en Argentina, entonces pude charlar bastante de que ella conoce bastante más Ciudad Futura dentro de la fundación, entonces le dije, ¿qué es lo que más te interesa de nuestra experiencia para contar en este momento? Porque cuando uno habla de alianzas, de redes, de trabajar con otros y con otras, existen múltiples casos, ejemplos, hay algunos que funcionan mucho mejor, otros que tienen muchas dificultades, en general, desde nuestra experiencia, con los que tenemos más dificultades es cuando tenemos que hablar con otros partidos políticos, eso es quizás muchas veces, o con el ámbito, dentro del ámbito institucional, donde se nos generan mayores dificultades, porque muchas veces sentimos que estamos hablando lenguajes totalmente diferentes. Pero hablando con Alex, creo que lo más interesante que tenemos para compartir en esta línea tiene que ver con la propia historia, el propio origen de Ciudad Futura. Como les decía, somos un partido de movimiento y le preguntaban a Rocío qué vino antes, el huevo o la gallina, el partido o el movimiento. Vinieron primero los movimientos. En mi caso, empecé a militar en el movimiento Giros, que es un movimiento que en la ciudad de Rosario dio una lucha fundamentalmente por el derecho a la ciudad en términos de acceso a la tierra,
de defensa de comunidades que viven en los barrios populares, en los barrios de emergencia, en las villas, no sé la traductora si la facilito con todas estas definiciones, pero tiene que ver con aquellos lugares donde viven personas que en el siglo XXI no tienen acceso al agua potable. No tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a los sistemas de movilidad y de transporte, no tienen acceso o acceso de calidad a la educación, a la salud, y así podríamos seguir, ¿no? En nuestro país esto representa 10 millones de personas, estamos hablando de casi un cuarto de la población que vive en estas condiciones. Con lo cual no es un tema menor, es un tema prioritario desde nuestra perspectiva. ¿Contra qué luchábamos? Básicamente contra la especulación inmobiliaria y el avance del mercado inmobiliario en las áreas periurbanas de nuestras ciudades. Pero en paralelo a que nosotros veníamos dando esta lucha en una ciudad que claramente desde el Estado se acompañó y se fortaleció todo lo que fue la entrega de las últimas tierras de la ciudad para la especulación inmobiliaria, esto es para construir viviendas que nadie vive, es solamente a los fines de convertir a la vivienda en un bien de lucro, en un bien financiero, como funciona actualmente. Y por el otro lado, en otros territorios de condiciones similares en términos materiales de existencia, existía otro movimiento, que es el movimiento 26 de junio, que venía fundamentalmente trabajando con las juventudes de estos barrios y enfrentando ni más ni menos que a las economías delictivas que se iban enraizando en esos barrios abandonados por el Estado a partir del negocio del narcotráfico. El narcotráfico encuentra en la ciudad de Rosario dos condiciones que lo facilitan. Por un lado, mano de obra barata, esto es, jóvenes que no tienen oportunidades a proyectos de vida, a elegir qué estudiar, de qué trabajar, ni siquiera muchas veces tienen la posibilidad de trabajar o de estudiar, y por lo cual encuentran ahí las condiciones para poder conseguir gente que esté dispuesta a dar su vida, a matar y morir por el negocio del ilegal de las drogas. Pero por el otro lado, esa renta, esos dineros sucios que vienen de la sangre derramada de los pibes en los barrios, encuentra su lugar para blanquearse, para incorporarse en la economía formal de la ciudad, nada más y nada menos que en el mercado inmobiliario. Estos dos movimientos veníamos más de lo que fue en Argentina la crisis del 2001, la crisis de representación política, la crisis de estos partidos están vacíos, no tienen nada que ver con nosotros y tenemos que construir otra forma, mucho más horizontal, mucho más autónoma, mucho más democrática. Entonces, lo que hicimos de alguna manera, dando batallas en mucha soledad y con poderes realmente importantes de la ciudad, fue pensar el plano o la posibilidad de dar la disputa en el ámbito institucional creando un partido en conjunto. Y para nosotros esta fue una experiencia de alianza por demás de potente, porque hasta el momento no se había dado que los movimientos autónomos de Argentina nos uniéramos para crear un partido desde cero. Otra cosa eran las experiencias que se sumaban a partidos existentes, apoyaban candidaturas de partidos ya existentes, pero en nuestro caso decidimos crearlo desde cero. Y eso supuso para nosotros una apuesta por demás de interesante y de desafiante, porque no solamente éramos organizaciones distintas, sino que estábamos entrando a un nuevo ámbito por lo demás de hostil para la militancia territorial. Pero lo que más le interesaba a Alex que yo cuente, así que voy a eso, es qué hicimos una vez que crecimos, que ganamos en la ciudad de Rosario la primera elección, la segunda elección, la tercera elección, la cuarta elección, hasta ser hoy la fuerza de oposición más grande dentro del Consejo Municipal. Y esto claramente alumbró a que desde muchas otras ciudades de nuestra provincia decían, bueno, queremos a Ciudad Futura en nuestra ciudad, queremos que Ciudad Futura llegue a otros rincones. Y ahí nos preguntamos cómo lo íbamos a hacer, cómo se iba a multiplicar y cómo iba a crecer nuestro movimiento, tratando todo el tiempo de apelar a no repetir lo que nosotros criticábamos de los partidos. No queríamos una lógica imperial, no queríamos salir por todas las ciudades a buscar una o dos personas que abran un local, le pongamos una remera y le digamos acá está Ciudad Futura, sino que lo que queríamos hacer, y a eso apostamos, es a construir
una red de pueblos y ciudades por el buen vivir, a que cada ciudad, a que cada comuna, nosotros estábamos dispuestos a ir, charlar, decirles que vengan a Rosario, que conozcan, pero que ellos y ellas solas generen sus propios procesos de organización. Hoy estamos en dos ciudades más, además de la ciudad de Rosario, con representación institucional, y en algunas de ellas ni siquiera utilizan el mismo nombre de Ciudad Futura, pero hay ahí lo más importante, que es una misma lógica de construcción y una cooperación en el sentido de que cualquier tipo de herramienta de transformación de un nivel más alto que el municipalista, para nosotros tiene que salir de una construcción de abajo hacia arriba, de la cooperación de diferentes experiencias que puedan, ni más ni menos, que acercar la toma de decisiones a los lugares donde se viven las consecuencias de esas decisiones. Eso es un municipalismo democrático y esa es para nosotras la mejor expresión que pueden tener hoy cualquier experiencia de izquierda a nivel internacional. Gracias. Es sollte es natürlich jetzt nicht so anhören, als hätte ich Karin ganz genau gesagt, was sie sagen soll. Es ist nur sehr schwer, aus den vielen guten Erfahrungen und Beiträgen von Ciudad Futura auszuwählen. Und ich habe geraten, dieses Beispiel zu nehmen, weil es eben so ungewöhnlich für uns ist, weil diese Vielfalt in der Einheit oder Einheit in der Vielfalt bei uns so oft nicht stattfindet. Und Theresa, du hast vorhin auch erzählt, ihr seid eigentlich vom Bündnis zur Gruppe gekommen, mit dem Potenzial, schneller strategisch sich absprechen zu können. Aber was bedeutet es dann eigentlich auch an Grenzen zu anderen Organisationen? Wie findet dann von sozusagen dort die Bündnisarbeit statt? Und genau. Ich überlege gerade, also ein Beispiel, glaube ich, wo das tatsächlich gar nicht in Bündnissen sozusagen sich so plastisch zeigt, dazu würde ich vielleicht dann eher anschließend kommen, ist tatsächlich, wie wir auch zu dem Thema der Kitas gekommen sind. Anfang von Corona, alle Kitas haben zugemacht. Ich kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern. Meine Tochter war damals 2 Jahre alt, sollte eigentlich gerade in die Kita kommen. Und dann war für 10 Wochen die Kita geschlossen. Und wir saßen zu Hause und dachten, cool. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Also wir haben eigentlich einen Job, noch dazu gab es auch eigentlich den Hinweis, ne, nicht so viele Kontakte, also am besten auch nicht mit anderen zusammentun, sondern zu Hause alleine mit dem Kind bleiben. Und so ungefähr nach der 5. oder 6. Woche haben wir gemerkt, wir gehen krachen. Uns geht's einfach überhaupt nicht gut und wir haben ein massives Problem damit, was es mit uns macht, mit der Doppelbelastung als Sorge. Verantwortliche, aber auch, was es mit dem Kind gemacht hat. Und in dem Moment habe ich das thematisiert, bei uns damals noch im Bündnis, Gruppe, was auch immer. Und wir haben genau darüber gesprochen, sozusagen, das geht ja nicht nur mir so, das geht auch anderen so. Und wir haben das öffentlich gemacht, also erstmal sozusagen, soweit wie unsere Reichweite waren, haben gesagt, wem geht es eigentlich noch so und wen beschäftigt das gerade? Und am Ende saßen wir zusammen, in einer sehr bunten Mischung als Aktivistinnen, die das gesellschaftlich einfach wichtig fanden, wie ist eigentlich Sorgearbeit gerade organisiert, als Eltern, die davon betroffen waren, gesagt haben, warum kann diese Kita nicht wieder aufmachen oder warum gibt es nicht Lösungen dafür? Also ich meine, einkaufen können wir ja auch noch. Sozusagen, was ist eigentlich wirklich systemrelevant? Ihr erinnert euch vielleicht noch, diese Debatten waren ja sehr hoch und ich finde, die sollten auch immer noch nicht als abgeschlossen gelten. Und zum anderen aber auch als Beschäftigte. Und diese Debatte aus diesen 3 Perspektiven war so fruchtbar, dass sich am Ende eigentlich die Forderungen sehr gewandelt haben. Also ich weiß noch, dass gerade wir aus Elternperspektive am Anfang gesagt haben, ja, warum können die Kitas nicht wieder aufmachen? Wir haben in Thüringen ein Recht auf Betreuung. Das Recht wollen wir jetzt einfordern. Und vor allem die pädagogische Perspektive dann war, ja, wisst ihr eigentlich, was das für uns bedeutet? Dass es dieses Recht gibt. Dieses Recht führt dazu, dass wir ein Mehr an Belastung haben, weil es gibt nicht mehr Personal deswegen. Und wir das erste Mal so gesagt haben, okay, wie ist denn das eigentlich mit dem Personalschlüssel? Und wir am Ende eine Forderung aufgestellt haben und schließlich auch eine Petition gestartet haben. Also sind wir bei einem ähnlichen Mittel wie Deutsche Wohnen enteignen.
zu sagen, der Personalschlüssel in Thüringen muss geändert werden. Man muss dazu sagen, wir sind eines der Schlusslichter. Wir haben zwar recht breite Betreuung, wie das in vielen ostdeutschen Bundesländern so ist, aber der Personalschlüssel ist sehr, sehr schlecht und weit entfernt von den Empfehlungen. Und wir gesagt haben, okay, das muss sich ändern und sind losgegangen und haben auf Spielplätzen, die zwischendurch tatsächlich auch abgesperrt waren unter Corona, muss man dazu sagen, versucht irgendwie Kontakte zu Eltern zu schaffen, haben den Stadtelternbeirat angeschrieben und mit dem Kontakte aufgebaut. Wir sind in Kitas, haben wir Flyer eingeworfen und so weiter. Und am Ende hat es eine Reichweite angenommen, also auch thüringenweit, von der wir gar nicht, damit haben wir gar nicht gerechnet. Es war eine Online-Petition, auf einmal war irgendwie aus Trusetal 50 Unterzeichnende. Okay, gut, also irgendwie gerade ein Thema gefunden. Und das hat eine Zeit lang richtig, richtig gut funktioniert. Aber ich würde auch sagen, das Thema Sprache, hast du gerade schon angesprochen, Carmen, das hat sich da schon auch gezeigt. Also ne, so ein immer auch wieder überlegen, wie kommuniziere ich eigentlich? Und ich würde auch da sagen, also selbst wenn wir in der kleinen Gruppe uns zusammengefunden haben und uns verständigt haben, es waren ja, also am Ende wie MultiplikatorInnen, ne? Also wie kommuniziere ich dann halt eigentlich, wenn ich, ist ja wie so ein kleines Bündnis, eigentlich wieder zurück in meine Community. Das war auf jeden Fall eine riesen Herausforderung. Und am Ende haben wir eben gemerkt, so mit dem Stadtelternbeirat, das ist versandet, das hat nicht gezündet, aber mit einzelnen Beschäftigten durchaus. Und wir da auch weiter dran geblieben sind, schließlich auch mit Gewerkschaften zusammengearbeitet haben, also damit war ich auch noch nicht selber bei Verdi. Und unsere Petition und unsere Forderungen am Ende auch im Landtag vorgestellt haben. Und auch da genau diese drei Perspektiven zum Beispiel wieder genau vermittelt haben. Also wir waren zu dritt und wir haben in diesen Rollen auch gesprochen. Und genau das war, glaube ich, auch wichtig, auch in der unterschiedlichen Sprache, die wir benutzt haben. Und diese gleiche Erfahrung, würde ich sagen, hat sich auch in Bündnissen gezeigt. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir auch angefangen haben, mit der IG Metall zusammenzuarbeiten, dass wir dann manchmal so zu zweit oder zu dritt zusammensaßen und sagen so, okay, wir haben uns jetzt geeinigt, wie wir es machen wollen. Wie nehmen wir jetzt alle anderen mit? Die kommen nicht mit, also die verstehen das gerade noch nicht. Also ich muss dazu sagen, auch na, am Anfang, unsere Gruppe gibt es seit 2018, am Anfang waren wir auch nicht viele, die sozusagen aus einer gewerkschaftnahen Position kamen. Und es war so ein, mit den Institutionen, genau Vereinnahmung und so weiter. Und wie kriegt man das eigentlich auch hin, so eine Sprache zu finden, dass wir gemeinsame Schritte gehen können und nicht nur einzelne. Und ich würde sagen, in Bündnissen, ich glaube, die Erfahrung haben viele gemacht, es hängt oft an Einzelpersonen und die sind wichtig, weil Verbindungen und Vertrauen aufgebaut wird, aber dass es daran nicht hängen bleibt. Weil ansonsten, wenn die irgendwann weg sind, dann ist das wieder hin. Und es am Ende ja um Kontinuitäten geht. Und ich würde sagen, da arbeiten wir auch immer noch dran. Und als Gruppe sprechen wir auch viel immer wieder über Sprache. Wie kommunizieren wir eigentlich und was ist im Mittelpunkt? Und ich finde, da sind wir auch so ein bisschen bei strategischen Fragen, die wir heute auch immer wieder darüber gesprochen haben. Ne? Also das eine ist ein konkretes Ziel, womit sozusagen Betroffene auch gerade was anfangen können oder sich betroffen fühlen, was konkret den Alltag betrifft. Aber das andere ist natürlich auch die politische Perspektive. Und wie kann ich die aber formulieren, ohne gleich vom Kommunismus zu sprechen? Naja, da dreht sich die Hälfte um und geht. Und das möchte ich ja nicht, sondern ich muss halt irgendwie eine Sprache finden, genau das miteinander zu vermitteln, aber auch nicht zu sagen, naja gut, also wenn wir den Betreuungsschlüssel geändert haben, dann ist alles fein. Sondern dass es eigentlich um das Große und Ganze geht. Und ich würde sagen, das ist das, was uns heute auch noch beschäftigt und worüber wir, also genau deswegen sind wir auch hier als Gruppe, genau darüber zu diskutieren, welche Formen kann das sein und welche Bilder können es halt auch sein. Ne? Also sozusagen sorgende Stadt gar nicht nur als eine Strategie zu verstehen, sondern vielleicht auch als Bild, das ganz gut funktionieren kann. Genau, darüber würde ich vielleicht gerne drüber nachdenken und das so als zwei kleine Beispiele, wie das bei uns bis jetzt funktioniert hat. Ja,
Genau, ihr habt vorhin ja schon angefangen. Ich meine, von der Partei aus sehen dann Allianzen ganz anders aus nochmal, als die zwei Genossinnen es gerade geschildert haben. Und da ist aber auch die, also einmal die Frage von, weil wir ja vorhin auch gesagt haben, wie sieht eigentlich die Beziehung aus zwischen Institutionen, Bewegung und Partei? Sagen, wie ist denn die Beziehung auch der Partei mit Menschen, mit Landesverbänden in Regierungsverantwortung zum Beispiel? Also welche Spannung tut sich da auch innerhalb auf? Oder genau, mit wem, welche Erfolgsgeschichte hast du uns mitgebracht? Also es ist natürlich nie ein statisches Verhältnis, sondern auch immer ein Prozess und in Bewegung, wie sich das gerade verhält. Und selbstverständlich haben wir viel zusammen mit Gewerkschaften auch hier vor Ort gemacht. Also zum Beispiel, was die Rekommunalisierung der Abwasserentsorgung anbetrifft, ist jetzt vielleicht nicht so greifbar, wie wenn es jetzt um Mieten geht oder so. Aber da geht es halt eben auch darum, dass man Kontrolle hat über die Beschäftigungsverhältnisse, über Gebühren, über die Zukunftsentwicklung dieses dann doch in Bremen sehr breit aufgestellten Unternehmens und überhaupt auch um den Projektcharakter, ne, irgendwie einer Rekommunalisierung. Also das haben wir super weit hier forciert in Bremen und das war eben auch selbstverständlich nichts, was du alleine machst, ja, als irgendwie Speerspitze, die du dann noch irgendwie für dich dann behauptest oder so, um darüber dann irgendwie politisches Kapital einzufahren oder so, sondern du musst da gemeinsam und auch rechtssicher mit Gewerkschaften und allen möglichen ja auch Institutionen arbeiten, um da was voranzutreiben, woran ja vor unserem Erscheinen sozusagen niemand gedacht hat, dass es jetzt nötig und möglich ist, irgendwie da so viel zu erreichen. Und andere Beispiele auch zum Beispiel zu Housing First in Bremen, das haben wir tatsächlich forciert und ist auch etwas, ja, wo viele sagen würden, so ja, also hat man manchmal die Debatte, ist denn die Bevölkerungsgruppe so groß irgendwie, muss man denn nicht hier und da, man hat ja immer diese Auseinandersetzung darum, ist das jetzt so wichtig, natürlich ist das wichtig irgendwie, wir sehen es auf der Straße, warum das wichtig ist und es gibt überhaupt keine Fragestellung und dann haben wir da auch ein breites Kreuz und machen geraden Rücken und sagen, wir wollen das jetzt und wir setzen dafür Mittel in Bewegung und wir setzen dafür Gebäude ein und so weiter und so fort und stehen dann auch gerade gegen Widerstände, selbst in Zeiten, wo die Entsolidarisierung auch durchaus zunimmt und wollen das und machen das und das ist absolut notwendig, das zu tun, ja, also da dann auch irgendwie an der Stelle stark zu bleiben und das dann eben auch zusammen mit den Obdachlosenverbänden, die wir hier haben oder mit den sozialen Trägern, die sich um diese Aufgaben kümmern, da voranzukommen und das ja war auch tatsächlich ein schöner, notwendiger Erfolg. Ansonsten Arbeitskämpfe, wie sie stattfinden, ja, da kann ich dann punktuell immer sagen, ist es halt jedes Mal aufs Neue notwendig, zu gucken, worum geht's gerade, was kann unser Beitrag daran sein, inwiefern kann man das Stichwort Arbeitsteilung, was wir heute schon hatten, mit verteilten Rollen spielen, dass man da mal ein bisschen weiter geht als vielleicht eine gewerkschaftliche Forderung oder eben auch gerade nicht. Da haben wir dann zum Beispiel auch Beschäftigte bei H&M mehrfach unterstützt hier vor Ort in Bremen und sind dann auch kurzfristig immer dankbar für Infos, um dann eben auch mit vor Ort zu sein und dann eben auch einfach schlichtweg Masse zu bilden. Ja, wenn es darum geht, so, wir sind jetzt nur ein paar Peoples, könnt ihr noch welche mit ran schaffen? Da finde ich, sollte eine Partei dann auch immer irgendwie den Charakter erfüllen, zu sagen, so, ja, wir schaffen da noch mehr Leute irgendwie ran, damit es dann für den Moment da einfach, ja, dann auch einen Ausdruck nach außen schafft. So, das sind alles immer sehr, sehr, sehr positive Erfahrungen gewesen, die natürlich, ja, noch viel weitgehender sein müssen, was das Durchsetzen eben, ja, gerade im Moment auch von Lohn- und Beschäftigungszielen hat, wie wir uns das eben aktuell vorstellen. Und da ist es dann halt so, diese Arbeit und dieses Miteinander, das braucht halt Zeit und die fehlt. Also es braucht halt Zeit über die Länge und es braucht Zeit Tag für Tag, die den Akteurinnen und Akteuren oft auch fehlt, weil die Aufgaben gerade so vielfältig sind. So, das ist das Problem, ne? Dass wir hinbekommen, einen Fokus zu setzen und wenn man diesen Fokus gesetzt hat, nicht irgendwie drei wichtige Themen, die dann auch noch pressieren, dann den, weiß ich nicht, den Bach runtergehen zu lassen, weil man die Aufmerksamkeit irgendwie gerade nicht angemessen verteilt bekommt oder weil sie jeden Tag auch woanders wieder auch medial hingeht. So, das ist gerade eine große Herausforderung tatsächlich. Ja, und es sind aber wirklich positive Erfahrungen, die wir da an vielen Stellen haben,
ja, was halt eben genau auch diese Auseinandersetzung um bessere Pflege halt anbetrifft in Bremen. Also das ist noch ein Reformprojekt, was jetzt die nächsten Jahre massiv beschäftigen wird, weil das alles sehr im Argen ist. Aber das sind dann eben auch bundesgesetzliche Regelungen, wo wir noch ganz dicke Bretter bohren müssen, dass wir da jetzt nicht in irgendwie eine noch viel größere Krise hineinlaufen, als wir sie da schon haben. Und ja, das ist dann halt etwas, wo wir dann auch mit langem Atem gucken müssen, irgendwie mehr zu werden, damit wir diese Kämpfe irgendwie stärker führen können und dass wir auch die Expertise und die Erfahrung und die Wünsche und so von den Menschen haben, die dann eben vor Ort tatsächlich mit betroffen sind, während es gleichzeitig wichtig ist, dass die natürlich auch gewerkschaftlich organisiert sein müssen und dann nicht in Parteien vielleicht abdriften sozusagen, weil ihr braucht es ja auch irgendwie, dass da vor Ort dann gekämpft wird. Da muss man dann immer gucken, wie man da miteinander dann eben auch ne, die Ressourcen bestärkt irgendwie, statt dass man sich dann womöglich dann irgendwie ins Gehege kommt oder so. Ne? Aber die Erfahrungen sind durchweg sehr, sehr positiv immer da, wenn man konkret wird und in Kämpfe einsteigt, die da sind und eben in Stadtteile geht. Und tatsächlich da mit Leuten spricht, was auch eine größere Herausforderung geworden ist, weil ich habe den Eindruck, dass immer mehr Not und auch Krisenbewusstsein sich immer weiter privatisiert und hinter den Haustüren verschwindet angesichts der sozialen Spaltung, die gerade stattfindet und auch politisch weiter organisiert wird, finde ich, ist schon bemerkenswert, wie ruhig es draußen ist. Da bin ich gespannt, wie sich das die nächsten Monate entwickelt oder wo das sein Ventil oder seinen Ausdruck findet. Und da müssen wir sehr aufmerksam sein und dann auch, wenn es dann auch wirklich Kämpfe gibt, was ich mir wünsche, um wirklich umverteilen tatsächlich, ja, um die ganz große Frage und wer profitiert eigentlich gerade in diesen Krisen, ja, und wer hat da das Nachsehen und zwar in einem Wechselverhältnis zueinander. Das dann nochmal mobilisiert zu bekommen, das fände ich total notwendig und großartig. Und da fände ich halt wichtig, dass sich genau diese Kämpfe auch aus einzelnen Branchen heraus, die stattfinden, da verbinden, weil da geht es um was Gemeinsames, um was Zentrales und um eine Perspektive, die eben auch ganz viel damit zu tun hat, dass wir ja von sorgenden Städten umgeben sein müssen und wollen und nicht irgendwie ja von Resignation und alle schlagen sich irgendwie durch und individualisieren vielleicht ihr Politikverständnis, indem man versucht, irgendwie selber alleine klarzukommen, statt sich noch an den Umständen zu ärgern oder sowas. Vielen Dank, Doris. Ich glaube, da gibt es auch nachher in der Debatte noch viele Ansatzpunkte. Aber was ich jetzt gerade so ganz interessant fand, war, dass du gesagt hast, wir müssen uns auch manchmal überlegen und wahrscheinlich auch jetzt, so wie wir in der, so wie die Partei im Moment aufgestellt ist, dass man sich auf manche Fragen auch mal konzentriert. Und während Tashi vorhin auch aus der Frage, die ich gesagt hatte, dieses rausgegriffen hatte von wir sind eine Endpunkt-Kampagne, die aber natürlich Bruchstellen sucht. Und ich finde das ganz interessant, wie diese Frage von Konzentration oder was wir diskutiert haben von Einstiegsprojekten sich irgendwie in dieser Frage auch mal trifft, Zuspitzungen rauszusuchen. Aber bevor ich jetzt schon in die Debatte einsteige, auch noch du, Tashi, hast ja sehr viele verschiedene Sachen gemacht, auch in verschiedenen Ländern gewesen. Welche Allianz, Allianzgeschichte oder was ist für dich eine gute Allianz? Genau, erstmal nochmal danke für die Frage, weil ich finde gerade diese Blickrichtung weg von Gleichheit und politischer Wettbewerb hin zu Unterschiedlichkeit und Kooperation, so eine Politik, die auf Unterschiedlichkeit und Kooperation basiert, braucht auch eine andere Form des Politikmachens. Und ich will als erstes auf Karin Bezug nehmen. Und das ist auch kein Zufall, weil ich selber, also meine politische Heimat ist eigentlich in Argentinien. Ich sage immer, ich habe alles Wichtige, was ich zum Politikmachen lernen musste, in Argentinien in der Erwerbslosen- und Landlosenbewegung in Buenos Aires gelernt. 2003 und 2004 und habe in Vierteln selber gar nicht gearbeitet, sondern einfach nur gelernt von den Leuten, wie sie die Organisation machen. In Vierteln, die sehr ähnlich sind wie Nuevo Alberdi. Und da habe ich gelernt, okay, es wird nichts gemacht, bevor man sich nicht hinsetzt und einen Mate zusammentrinkt.
Und ich habe erst gedacht, so, okay, ist Zeitverschwendung, lalala. Danach habe ich gemerkt, so, nein, das ist das Allerwichtigste. Weil als erstes die Beziehung aufgebaut werden muss. Also es tut auch ein Mate nicht, aber sondern erstmal in dem einander wahrnehmen, einander anerkennen, alle anderen Dinge im Leben, die auch noch wichtig sind, gerade für diese Person wahrnehmen, bildet eine ganz andere Grundlage, sich dann über komplizierte Dinge zu unterhalten oder Spannungen auszuhandeln. Und das Gleiche, und deswegen ist auch also für mich super toll, hier auch mit Leuten aus Barcelona zu sitzen, weil ich ganz viel mit der Plataforma de Afectados por la Hipoteca, also die Plattform der von Hypotheken betroffen, in Barcelona gelernt habe. Und die hatten in ihren Assembleas, der erste Schritt war feiern. Ich bin angekommen und gesagt, okay, wir haben eine super volle Agenda, aber es war so, dass jedes Treffen damit begonnen hat, dass die Leute, die eine Räumung gestoppt haben oder ihre Schulden erlassen bekommen haben oder eine coole Aktion gerockt haben, als erstes gefeiert haben und auch Sachen mitgebracht haben, sodass alle erstmal, weiß ich nicht, Chips und Wurst oder was auch immer essen konnten. Und bei Kotti und Co., wo ich im sozialen Wohnungsbau ganz lange aktiv war, da war es der Samovar. So, wir haben einen Platz besetzt, nicht als militanter, gefährlicher Ort, sondern als fürsorglicher Ort, so, wo im Zentrum der Besetzung ein Samovar stand und die Nachbarschaft und alle anderen Leute, die 24/7 vorbeigekommen sind, erstmal auf einen Tee eingeladen wurden. Und ich glaube, je unterschiedlicher wir sind und je unterschiedlicher und je weniger repräsentierter und mit je mehr Marginalisierungserfahrungen die Leute sind, mit denen wir uns gemeinsam organisieren wollen, umso wichtiger ist die Beziehungsebene. Und deswegen ist so... ist sozusagen erstmal der Beziehungsaufbau, dann die Wertschätzung und erstmal, und sei es, dass wir riesengroße politische Differenzen haben. Aber erstmal zu verstehen, also politische Analyse hat vor allem mit eigener Geschichte und ideologischem Umfeld zu tun. Ne? Und einfach erstmal trotz dieser Widersprüche zu erkennen, vor welchem Hintergrund und mit welchen guten Intentionen die Person zu dieser sehr streitbaren Aussage kommt, bildet eine andere Möglichkeit, dass irgendwann gemeinsam eine politische Analyse entwickeln können. Und das geht unter. Und ich glaube, das ist nicht nur innerhalb von Gruppen so wichtig, sondern auch in Bündnisprozessen zwischen Gruppen. Also je unterschiedlicher die Gruppen sind, umso mehr brauchen wir auch diese Beziehungsarbeit in Bündnisprozessen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist in den Bündnissen, in denen ihr in der letzten Zeit aktiv wart. Vielleicht könnt ihr euch kurz überlegen, wie viel Zeit habt ihr euch genommen für das Äquivalent von Mate trinken? Also wie viel Zeit auch zwischen Politcheckern, die irgendwie, weiß ich nicht, 100 Jahre aktiv waren und, keine Ahnung, 3 verschiedene Rollen inhaben, sich einfach erstmal kurz kennenzulernen und sich dann auch anders lesen zu können. Und also von Deutsche Wohnen und Enteignen können wir es ganz konkret an einem Beispiel machen, weil wir mit der Partei Die Linke, wo wir jetzt hier schon zusammen sitzen, kann ich darauf zu sprechen kommen, ganz viel natürlich zusammengearbeitet haben und auch sehr gut zusammengearbeitet haben, vor allem in der Phase des Wahlkampfs. Und da interessante und total tragfähige Beziehungen entstanden sind. Und die Leute, mit denen wir diese starken Beziehungen aufgebaut haben, mit denen konnten wir auch später dann, als es Differenzen um diese Verschleppungskommission gab, total gut zusammenarbeiten. Und da... und vor allem auch mit den politischen Sektoren, wo halt diese Beziehung nicht aufgebaut war, ist auf einmal die Kommunikation zusammengebrochen. Und ich glaube, das passiert sehr oft auch zwischen Institutionen oder zwischen Leuten, die innerhalb von Institutionen arbeiten und nicht aus Böswilligkeit unbedingt, sondern einfach auch, weil man die Logik und die Organisierungslogik der anderen Leute nicht immer nachvollziehen kann. Und wie du gerade meintest, in der Partei steht ihr in einem anderen Ablauf, in einer anderen Rollen und Interessenskonstellationen als in der politischen, weiß ich nicht, sozialen Bewegung. Und weiß ich nicht, über Pläne und sehr viele Arbeitsgruppentreffen funktioniert. Wenn wir uns da aber missverstehen und falsch lesen, es ist total schwer. Und das andere neben Beziehungsarbeit ist, glaube ich, gemeinsame Praxis, und zwar ganz, ganz, ganz konkrete gemeinsame Praxis, die entscheidend ist für Allianzen in meiner Erfahrung.
und die ja umgekehrt auch wieder andere Beziehungen hervorrufen. Also wir haben von Deutsche Wohnen Quent Eignen zum Beispiel mit der Krankenhausbewegung zusammengearbeitet, an ganz konkreten Situationen. Also es war so, dass wir Unterschriften gesammelt haben und die gesagt haben, ja natürlich sammeln wir auch auf den Stationen Unterschriften. Und umgekehrt, die in einer sehr schwierigen Streiksituation Leute brauchten, die zu den Streikposten dazukommen, dann haben wir gesagt, ja natürlich kommen wir dazu. Und wir haben das einerseits diskursiv geframed, also gerade in der Pandemie haben wir immer gesagt, so, hey, Gesundheit und Wohnung ist keine Ware. Und es war in einem Satz extrem einfach zu vermitteln. Und gleichzeitig, und das ist aber auch das, wo wir, glaube ich, noch wachsen können in der Zukunft, das auch noch in der Strategie, also auch die Strategieentwicklung weiter zusammenzuführen. Also dass wir nicht nur praktische und Beziehungs- und diskursive Ebenen gemeinsam machen, sondern auch die Machtmittel identifizieren, die wir gemeinsam, die Hebel, die wir gemeinsam vielleicht noch stärker zusammen, was machen wir mit Hebeln? Man hebelt sie. Anpacken können. Danke. Vielen, vielen Dank, Tashi. Ich habe schon große Zustimmung auch im Raum gespürt. Ich hoffe, diese Zustimmung übersetzt sich dann heute Abend auch in der Party, wo wir viel Beziehungsarbeit machen können. Ich freue mich, dass wir diesen Moment noch haben. Aber was auch aus diesem, was du erzählt hast mit der Beziehungsarbeit und dem Mate ja rausspricht, ist eben diese Frage von auch, was heute schon öfters mal Thema war, von Politik der Nähe. Warum eigentlich auch, also Sorgearbeit auch in Bewegung und was das eigentlich so dazu damit hat, dass wir zusammen sind und uns Angesicht zu Angesicht sehen. Und deshalb ist ja auch vor dem Hintergrund ist ja auch die Idee der sorgenden Städte, dass es eben dort stattfindet, wo wir sind, wo unsere Nachbarinnen sind, wo wir uns sehen, wo wir Beziehungen auch aufbauen. Und das heißt aber nicht, wie wir jetzt auch nicht nur an Karen und unseren anderen internationalen Genossinnen sehen, sondern auch an dem, was du gesagt hast, aus was du gelernt hast in Argentinien, dass es aber trotzdem eine internationale Vernetzung ist oder braucht. Also dass wir ja nicht mit der Nähe mit unseren Kiezen dort aufhören, sondern auch darüber hinausgehen oder sozusagen das Größere nochmal reinholen. Und deshalb nochmal die Frage in die Runde, wie diese verschiedenen Ebenen von Kiezen, Städten, Bundesländern, Nationen, international eigentlich in eure Arbeit mit einfließt, welche Rolle die für eure Praxis hat, die Art und Weise, wie ihr Politik macht. Jetzt hatte ich mich entschieden, diese Frage zuerst an dich, Doris, zu geben. Ganz, ganz grundsätzlich spielt internationale Solidarität eine Rolle, auch, ich sag mal, im Sinne von, wenn Revolutionen passieren wie im Iran, dass man hieran dann auch erinnert und sagt, das ist jetzt wirklich eine Revolution und es braucht auch von hier aus Unterstützung und wir machen da mit und versuchen das dann eben auch zu multiplizieren. Das sind Fragen, wo wir völlig klar sein müssen und es auch sind. Was die Verbindung von Kämpfen anbetrifft, ist das super notwendig und selbstverständlich inspirierend. Und sicherlich auch eine Stelle, für die wir uns oft mehr Zeit nehmen müssen, so, weil das erfordert Zeit. Genau was du sagst, also die Beziehungsarbeit ist wirklich das Wichtigste. Und da finde ich, hat jetzt zum Beispiel auch Billy Adamczak ganz so Wichtiges geschrieben in ihrem Buch. Und Beziehungsarbeit ist aber eben das, wo du nicht eben Mailing rumschickst und meinst darüber ganz viel erreicht zu haben oder irgendwie einfach irgendwas sendest und dann entsteht eine Resonanz irgendwie. Und aus der heraus irgendwie ein politisches Moment oder so, sondern Beziehungsarbeit erfordert halt Zeit, weil du jetzt auch nicht einfach irgendwie einen Haken hinter eine Aufgabe machen musst, sondern irgendwie daran arbeiten, ständig. So, und das ist halt eine Frage eben auch, wo wir jetzt im Raum von Sorgen der Städte sind, also wie kriegen wir Zeit für alle mehr Akteurinnen zusammen und insbesondere, wenn wir Frauen haben und haben wollen, die natürlich Meisterin darin sind, irgendwie ihre Zeit wirklich hoch zu verdichten und da alles Mögliche reinzustecken. So. Und
Von daher ist das eben absolut notwendig, was internationale Kooperationen anbetrifft, dass wir uns dafür mehr Zeit nehmen, dass wir dafür mehr Zeit bekommen, indem wir mehr Leute haben, die das dann auch wirklich machen. So, ne? Und ansonsten ist es aber so, ja, wir stehen im Austausch und es gibt da entsprechende Netzwerke. Und es ist aber auch gleichzeitig immer so, dass man im Alltagsgeschäft, was realpolitisch vor Ort stattfindet, auch immer gucken muss, dass das nicht hinten runterfällt. So, und ansonsten Verbindungen tatsächlich über Bundesländer hinaus, die finden auf verschiedenen Ebenen statt, also in Parteien ohnehin, weil wir uns ja ständig treffen, ja, irgendwie sei es Parteitage oder aber auch irgendwie der Fach-AGs oder eine feministische Vernetzung findet selbstverständlich statt und dergleichen. So, und das ist total hilfreich für uns, ja, weil ja, dann sehen wir halt das, was woanders funktioniert und können das mitnehmen und umgekehrt irgendwie weitergeben, was man sich vor Ort irgendwie erdacht hat und wo andere vielleicht noch nicht so drauf gekommen sind. Und das ist wirklich eine notwendige Sache. Und auch etwas, was uns stärker macht, ja, wenn man sich wirklich verbindet und dann eben darüber dann auch klarstellt, eben, ja, was miteinander alles noch passieren kann. So, das ist etwas, was kontinuierlich die ganze Zeit stattfindet, ja, und was sicherlich aber auch immer wieder aktiv eingefordert und gemacht werden muss von allen. Genau, ich habe auch die Frage an dich gestellt, weil, glaube ich, was man oft vergisst, dass einfach eine der wenigen, also die Parteien einige der wenigen wirklich bundesweiten Vernetzungen sind mit so vielen lokalen Stellen. Und würde die Frage jetzt weitergeben an Theresa, bei der es ja sogar noch ein bisschen größer ist. Der feministische Streik ist international. Wie spielt das bei eurer konkreten Rolle? Also auch vielleicht, weil es natürlich auch nicht alle wissen, wie sind eure Netzwerke und was heißt internationaler feministischer Streik? In der konkreten Praxis würde ich sagen, spielt für uns vor allen Dingen erstmal eine bundesweite Vernetzung eine große Rolle, die auch, finde ich, sehr strukturiert und lebendig inzwischen auch gelebt wird, also mit regelmäßigen Treffen, mit einem Koordinierungskreis, der auch einen Überblick behält und so weiter. Und wir auch da festgestellt haben, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also sagen, wir sind eigentlich in Ortsgruppen jeweils sehr autonom, auch nicht mit so einer Struktur wie einer Partei oder sowas organisiert. Wir sind auch nicht so lokal fokussiert auf eine Stadt zum Beispiel, wie Deutsche Wohnen enteignen, sondern haben auch total unterschiedliche Strategien und Schwerpunkte. Und als solche sich immer wieder zusammenzufinden, ist es bundesweit schon eine Herausforderung. Und ich freue mich immer wieder, dass das tatsächlich klappt. Und die Treffen sind auch tatsächlich wichtige Beziehungsarbeit, würde ich auch sagen. Und das spielt Feiern auch eine große Rolle und auf jeden Fall auch Essen, gutes Essen. Und das haben wir gleichzeitig noch auch relativ früh schon gegründet, auch auf so einer gewerkschaftlichen Ebene. Also es ist zum Beispiel noch die Feministische Lohnarbeitskämpfe AG gibt, in der wir das halt genauso auch versuchen, immer wieder zu strukturieren und zusammenzuziehen, so eigenständig auch alle Gruppen oder AkteurInnen sind. Und die internationale Ebene, würde ich sagen, die kommt immer wieder zu kurz tatsächlich. Das ist auch immer wieder ein Thema, dass es zu wenig Aktivistinnen gibt, die sich da auch reinbegeben und Energie haben. Und trotzdem würde ich sagen, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für Jena, spielt es eine große Rolle, weil die Aktivistinnen, die in den feministischen Streiken oder 8. März-Bündnissen oder sonst irgendwie aktiv sind, die sind auch woanders. Und die sind in den kurdischen Bewegungen, die haben sich engagiert, als die zapatistische Delegation in Deutschland war und über den indirekten Weg tatsächlich das alles immer wieder Einfluss hat. Und darauf sind wir auch angewiesen, weil wir tatsächlich die Ressourcen einfach nicht haben, uns auf allen Ebenen so einzubringen. Und ich das aber eigentlich sehr schön finde, wie organisch das eigentlich passiert. Das heißt, man muss das gar nicht immer so straff organisieren, sondern es passiert vielleicht auch von ganz alleine, weil alle irgendwie noch andere Verbindungen haben. Und genau an dem Punkt würde ich auch nochmal einen Nachtrag sozusagen zu den Erfolgen mit den Allianzen bringen. Also weil du das gesagt hast mit dem Feiern und Martyrringen, ja total, also ich merke das inzwischen gar nicht mehr, aber wir haben allein bei uns in der Gruppe, und irgendwann so ab und zu meine Sektflasche mitbringen,
hebt die Stimmung. Es ist auch immer alkoholfreier Sekt dabei, also es ist kein Zwang zum Alkohol. Und tatsächlich auch dieses, was gemeinsam machen und wir auch in den Bündnissen, in denen wir regelmäßig sind und ich glaube, das fällt uns dann immer gar nicht mehr auf, aber als wir angefangen haben mit dem feministischen Streik 2018, gab es in Jena, muss dazu sagen, kleine thüringische Stadt, ne? Also jetzt nicht vergleichbar mit den Kalibern, die sonst hier oben sitzen. Danke. Auch sehr schön. Genau, aber sozusagen andere Formen haben zum Beispiel Gewerkschaften in dem politischen Leben überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und wir haben bewusst als Strategie gesagt, wir wollen uns aber breit aufstellen. Wir wollen mit anderen AkteurInnen auch zusammenarbeiten. Und ich würde sagen, gerade über unsere einzelnen Projekte, dass inzwischen gang und gäbe ist, dass wenn sich ein neues Bündnis gründet, inzwischen die IG Metall, Verdi, der DGB dabei sind. Das ist überhaupt keine Frage mehr. Und es ist auch kein, also die wundern sich inzwischen auch nicht mehr oder finden es komisch, irgendwie mit autonomen und radikalen Gruppen an einem Tisch zu setzen, die vielleicht noch nicht mal ihren Namen sagen oder zwei Telefonnummern besitzen. Da fragt inzwischen einfach keiner mehr nach. Und das wäre vor 5 Jahren einfach nicht möglich gewesen. Also da kannte man sich nicht. Und wir das Jahr auch begonnen haben mit einem Brunch, in dem wir halt einfach mal so gequatscht haben, wie es so ist. Genau, das ist mir dabei eingefallen. Und was ich dabei aber auch mal wieder vermisse, und das ist, dann nutze ich die Gelegenheit, einfach so ein bisschen schon auf die Diskussion vorzusehen, sagen, welcher Strang bei uns auch zwischendurch stärker war über die Allianzen und aber auch wieder weggefallen ist, und das hat ja aber eine ganz starke, auch internationale Ebene, ist die Klimabewegung. Und die ich gerade bei einer sorgenden Stadt explizit drin sehe, also wir reden davon, also Verdi spricht immer von Ver- und Entsorgung, ja, ich finde das total wichtig. Also ich rede mit meiner Tochter gerade jeden Tag über Müll. Und es ist total grundlegend, wie wir miteinander umgehen. Das ist nicht nur die Sorge sozusagen zwischen den Menschen, sondern es ist auch die Sorge mit der Natur und damit halt irgendwie auch umgehen. Wir hatten heute im Laufe des Tages, glaube ich, schon das Beispiel, die Zusammenarbeit zwischen Verdi und Fridays for Future beim Nahverkehr. Ich hoffe, dabei bleibt es nicht stehen. Also das finde ich super. Aber gerade, wir hatten vorhin das Beispiel, der TVÖD steht jetzt an, da sind ja alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge eigentlich angesprochen. Da geht es zum Beispiel halt auch um die Entsorgung oder die Versorgung mit Wasser und Strom. Und genau da halt irgendwie das auch so zu thematisieren, und ich finde, das ist auch an uns als Zivilgesellschaft und nicht nur an den Beschäftigten in den Bereichen, zu sagen, das betrifft uns alle. Und das haben wir bei der Energiekrise gerade gesehen. Deswegen würde ich auch sagen, das Thema von Vergesellschaftung gar nicht, also ich habe das zumindest in Thüringen, da ist irgendwie vielleicht Berlin auch weiter weg, Deutsche Wohnen enteignen war total präsent. Aber ich würde sagen, das Thema von Vergesellschaftung hat vor allen Dingen die letzte Krise nochmal sehr präsent gemacht. Vorher auch schon die Corona-Krise, als es um die Stabilisierung des Gesundheitssystems ging. Aber jetzt ganz konkret die Frage, ja, wie ist denn das jetzt mit Wärme und Strom zu Hause? Ja, kacke. Und da sind jetzt irgendwie private Unternehmen, wie funktionieren die eigentlich? Woher haben die das Geld? Woher kriegen die das eigentlich? Alle auf einmal so dastanden. Woher kriege ich eigentlich meinen Strom? Alle erstmal nachgucken müssen. Und genau solche Debatten aber jetzt auch fortzuführen, und da schließe ich wieder den Bogen, den ich jetzt gespannt habe, denn genau da sich sehr spontan bei uns ein Bündnis gegründet hat, eben mit einem breiten Spektrum an AkteurInnen, 15 innerhalb kurzer Zeit eine Demo auf die Beine gestellt haben, die thüringenweit die zweitgrößte war und viele Menschen auf die Straße gebracht hat und die weiterarbeiten wollen und die auch die Beschäftigten, die jetzt sehr wahrscheinlich, wir haben es vorhin gehört, streiken werden im TVÖD, unterstützen wollen, sagen wollen, das geht uns alle an, weil es am Ende um sorgende Städte geht. Tashi, du hattest ja auch schon ein Beispiel eigentlich dafür genannt, wie international es bei dir reinkommt an deiner eigenen politischen Lernerfahrung. Aber was bedeutet das zum Beispiel für eure Bewegung? Genau, also ich glaube, dieses Lernen, sowohl international als auch transterritorial, also ich finde gerade dieses Lernen von anderen urbanen oder also auch ländlich, sorry, ein bisschen Berliner Kind, sorry, auch anderen Territorien, die nicht so urban sind, ist total zentral.
Also wir würden nicht das tun, was wir tun, wenn wir nicht von sehr vielen anderen Erfahrungen gelernt haben, hätten. Und gleichzeitig denke ich, es ist wichtig, nicht nur sozusagen transterritorial zu lernen, sondern auch transgenerational, also auch von unseren Elders zu lernen und von den ganzen feministischen und anderen antirassistischen, anderen Kämpfen, die stattgefunden haben. Und also in Berlin konnten wir an diese ganzen Erfahrungen von Auseinandersetzungen um Stadt anknüpfen. Und das war nicht nur in sozusagen Besitzverhältnissen, sondern auch in den Körpern und in den Erfahrungen der Leute. Und wir konnten da ja, ganz anders diskutieren und ganz anders Sinn herstellen, so mit den Leuten. Gleichzeitig, ja, es hat mich voll berührt, Karin, als du gesagt hast, so, oh ja, ihr habt es gehört und könnt auf die Erfahrung in Berlin verweisen. Und gleichzeitig, und ich glaube, das geht vielen so, also wir haben nach der erfolgreichen Abstimmung so euphorische Post aus der ganzen Welt gekriegt. Und gleichzeitig, neben dem Feiern, was super wichtig ist, macht es auch einen riesengroßen Druck, weil das, was wir bisher erreicht haben, ist eine demokratische Entscheidung, eine symbolische Entscheidung, eine Diskursverschiebung. Aber bis es eine materielle Umsetzung gibt, ist noch ein richtig langer Weg. Und sozusagen die Verweise auf uns stellen auch, also erhöhen auch die Verantwortung, dass wir auch beweisen müssen, okay, und es geht auch, dass wir es materiell durchziehen. Und da denke ich, wollen wir gerne von allen Seiten lernen, allen Zeiten und allen Himmelsrichtungen, weil wir da, denke ich, vor Voraussetzungen stehen, die sehr, ja, eben noch, es gibt noch keinen klaren Plan, wie wir von A nach B kommen. Und gleichzeitig denke ich, ist es da auch wichtig, dass man da nicht, also ich glaube, es gibt oft auch in so internationalistischen Diskursen so ein bisschen die Tendenz, so die Vernetzung der Vernetzung, und man ist nur angesagt, wenn man auch noch auf das verweist und auf das verweist und auf das verweist, und aber dabei verschieben sich keine materiellen Machtverhältnisse oder sehr, sehr vermittelt, sagen wir mal so. Und ich glaube, manchmal ist es sozusagen das Wichtigste, sich auf den lokalen Kampf, den man gerade führt, zu konzentrieren und den zu gewinnen und darüber anders sich ins Verhältnis setzen zu können und anders Möglichkeitsräume zu öffnen und genau, und sich dabei auch voneinander helfen zu lassen. Also wenn ihr Ideen, Ratschläge, Reflexionen habt, bitte kommt und sprecht mit uns. Es sind ja auch andere Genossinnen von Deutsche Wohnen und Co-Enteignet hier. Ich glaube, wir sind gerade für alle Ideen dankbar. Karin, Tashi hat gerade auch nochmal gesagt, nicht die Vernetzung der Vernetzung willen, sondern wegen um materielle Sachen zu verändern. Ihr habt gerade einen riesengroßen Kongress gemacht, um die materiellen Ebenen Bedingungen zu verschieben. Kannst du uns was davon erzählen? Bien, creo que se está refiriendo a Ciudades sin Miedo, Fearless City. Laura lo contó hoy, lo mencionó ahí a la mañana. Voy a hacer esto de manera muy breve porque hay mucha información colgada en las webs de Ciudad Futura, de Barcelona en Común, de Ciudades sin Miedo. Tiene que ver nada más y nada menos para nosotros con encontrarnos con que no estábamos solas, que no estábamos solos, que había muchas otras experiencias que venían también apostando a la construcción desde lo local. Y acá me parece una cuestión que es importante porque por lo menos en Latinoamérica lo hemos tenido que hablar mucho. Cuando nos referimos a municipalismo no estamos refiriéndonos solamente al plano institucional. Cuando pensamos en que el municipalismo es una estrategia de construcción en el siglo XXI, no nos imaginamos que tiene que ver solamente con estar o ganar o gobernar desde las instituciones. Son una trinchera más, son un espacio más que incorporamos a la lucha que tienen nuestros proyectos, a los horizontes que tienen nuestros proyectos para de alguna manera amplificar, multiplicar, facilitar, acelerar, si se quiere, la llegada de esa sociedad que soñamos en este presente. Pero cuando hablamos de municipalismo, hablamos de la posibilidad de que distintas experiencias del mundo que trabajamos enraizadas en los territorios podamos tener un espacio de cooperación,
un espacio de construcción de poder en común. Creo que podría nombrar como muchos ejemplos, e incluso lo hablábamos en el acto en Berlín, de cómo el Fearless City nos ha permitido a nosotras, por ejemplo, conocer políticas, prácticas, luchas que han dado compañeras en otras latitudes y que claramente la tomamos como inspiración para poder llevarlas adelante en nuestras localidades. En el caso de la Comisión de Feminismos y Disidencias que crearon las compañeras de Barcelona en Común cuando entraron las instituciones en el año 2015, nos inspiró a nosotras para que cuando conseguimos una correlación de fuerza mayoritaria o favorable adentro de las instituciones, digamos, acá también queremos tener una comisión de feminismos y disidencias. Y dimos la discusión con todas las fuerzas políticas por qué se tenía que llamar feminismos y disidencias y no se tenía que llamar comisión de la mujer, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dar eso para esas discusiones tiene que ver con no solamente crear espacios de palanca, para, o de apalancamiento de los procesos que se vienen dando desde las calles, desde las organizaciones populares, que sino también tenemos que discutir el lenguaje y qué tienen que hacer las instituciones en este siglo XXI. Para nosotras las instituciones y el poder institucional o electoral ya no puede trabajarse desde la lógica de la representación como tal o como fue concebida en el siglo XX o en las democracias liberales modernas. Esta sociedad es absolutamente múltiple, heterogénea, cada uno de nosotros y nosotras tenemos una diversidad que no puede ser expresada en una lógica de un montón, uno, una que represente todo eso, sino que por el contrario, tiene, porque esa representación supone una delegación que en esa persona tiene que poder representar todos nuestros intereses y eso ya no existe. Lo que existe es una diversidad que tiene que poder expresarse en esas instituciones. Se tiene que poder expresar no solamente en la materialización y en el avance o en las conquistas de derechos particulares y concretos de diseño de política pública, sino también en estas construcciones de los lenguajes, de las corporalidades dentro de esas instituciones también. A mí me parece que el movimiento feminista y el movimiento ambientalista, así como también el movimiento municipalista, son los principales sujetos políticos de este tiempo, que tenemos que saber reivindicarlos, jerarquizarlos, que no nos tenemos que quedar con la idea de que otros hacen una política con mayúscula y la nuestra es de menor impacto. Creo que estamos en una etapa de transición, pero que tenemos que confiar en los procesos y en las herramientas y en los instrumentos que nos vamos generando. Yo para terminar quería compartir, entendiendo también que estamos con compañeros y compañeras de militantes de la izquierda que están en procesos de rediscusión, de refundación necesarias, una cita de una cita que en tiempos de crisis a mí también me permitió por lo menos ser una brújula. No sufras. No, no, no va a ser de Messi, no es de fútbol, no sufran. Me sirvió un poco de brújula para ordenar qué era lo que teníamos que preguntarnos dentro de nuestra organización. Michael Albert es un militante norteamericano de izquierda que dice que cualquier estrategia exitosa de las izquierdas tiene que poder basarse en tres patas, en tres pilares. Por un lado, una crítica al presente, a la realidad en la que vivimos, que padecemos, diría yo. Segundo, una visión deseable, clara, realista del futuro, de hacia dónde queremos ir, de qué sociedad nos estamos imaginando. Y una tercera pata que tiene que ver con cuál es la estrategia, cuál es el camino que vamos a recorrer entre este presente horrible, de mierda, si se me permite la expresión, y ese futuro que soñamos. Esas tres son las condiciones necesarias que tiene que tener cualquier estrategia o cualquier práctica revolucionaria. Ahora bien, Michael dice que somos muy buenos desde la izquierda en la primera de las patas. Somos los mejores, las mejores. Podemos hacer las mejores críticas a este presente. Pero muchas veces dedicamos todo el tiempo en las discusiones hacia adentro y en las charlas con la sociedad a esa crítica del presente. Y la realidad es que si no ofrecemos una visión realista y clara de futuro y no
ofrecemos o convidamos o compartimos un camino hacia esa sociedad que soñamos, la realidad es que la gente prefiere que no le digamos el mundo de mierda en el que estamos. Con lo cual, compañeros y compañeras, creo que la tarea fundamental en cualquier proceso de organización tiene que ser esto. ¿Cuál es nuestra visión deseable de futuro? En nuestro caso, desde Ciudad Futura, decimos que queremos o soñamos vivir en una sociedad, en una ciudad donde la mayor parte de las necesidades que tenemos como personas, como individuos, la podamos resolver por fuera de los mercados, por fuera de las relaciones de mercantilización, de privatización que nos ofrece este sistema. Que imaginemos cada una de las cosas de nuestra vida en la cual el 99% hoy lamentablemente la resolvemos a través del dinero y de relaciones comerciales o mercantiles, que podamos torcer eso, que podamos dar vuelta a eso, que podamos tener otras alternativas para resolver el acceso a la vivienda, a los alimentos, a la educación, a la cultura, al disfrute, al baile, que podamos tener eso. Y el camino, en nuestro caso, las estrategias que nos estamos dando es la de un municipalismo prefigurativo, como decía antes, pero también internacionalista. Un municipalismo que pueda encontrar en la cooperación con otros y con otras la fuerza necesaria para poder acelerar y llegar mucho más rápido a esa sociedad que soñamos. Ahora, tengo otro amigo, además de Michael Eisberg, que no es mi amigo, pero ya lo hice amigo en esto, que es Ezequiel Adamowski, quien me facilitó esta cita, y que dice que no solamente se necesitan estas tres patas, sino que también en el siglo XXI la izquierda tiene que plantearse necesariamente un compromiso ético con los sectores populares, y no solamente eso, sino la necesidad de construir un nuevo tipo de vínculo humano. Y acá creo que hay algo que es central y que las feministas y que el movimiento feminista y disidencias tiene todo para aportar. Esta sociedad individualista de la competencia, del sálvese quien pueda, no la queremos. Nosotras decimos que nos tenemos, y esa empatía, cooperación, reciprocidad, porque el más machito de todos necesita de otras personas para poder desarrollar sus proyectos exitosos y napoleónicos de políticos, cualquier persona necesita de otras, nosotras eso lo sabemos. Con lo cual, cualquier fuerza política y cualquier izquierda, además de ser una identidad, o más allá de ser un programa, o más allá de ser una ideología, tiene que ser sobre todo un nuevo tipo de vínculo humano. Y para eso los invito a que nos conozcamos mucho más y establezcamos nuevos vínculos humanos en la party.